Komm, beeil dich. Ich will nach Hause zu meiner Mama. Das geht jetzt nicht. Bereit? Wow, Schokolade. Mir nach. Achte auf die Stufen. Wow! Psst, alles okay? Sie hat gesagt, ich soll ihr nachgehen. Whee! Zum Glück bin ich nicht auf meinem Kopf gelandet. Halb so wild. Zeit für Schokolade. Huh? Die ist nicht echt? Dein Ernst? Das ist nur ein Bild. Warte, sie ist echt. Was ist passiert? Wo sind wir? Schau, so viele Pinsel. Bist du bereit zum Malen? Die erste Challenge. Was das wohl ist? Oh, so ein süßer Hund. Darf ich ihn behalten? Okay, Konzentration. Hm, Künstler machen das immer. Wofür das gut sein soll, weiß ich nicht. Der Hund ist echt klein. Hey, jetzt weiß ich's. Hä? Wofür macht man das? Ach so, ich verstehe. Ich zeichne meine Hand nach. Was machst du denn? So war das nicht gemeint. Ich lege meine Hand so auf das Papier und zeichne sie nach. Nun mache ich einen Hund daraus. Fell, süße Kulleraugen und eine Schnauze. Jetzt noch ausmalen. Sieht schon besser aus. Du kannst auch andere Farben nehmen. Fertig. Ist er nicht süß? Das hat Spaß gemacht. Ich nenne ihn Lucky. Hey, das ist echt gut. Meins sieht etwas anders aus. Der Versuch zählt. Wer hat gewonnen? Juhu! Schau, da passiert etwas. Kekse, lecker! Die sehen aus wie Hundeknochen. Passend zur Challenge. Wie die wohl schmecken? Moment mal. Kekse? Hundeknochen? Der Hund? Halt! Die sind nicht für dich. Die schmecken gut. Kann ich das Rezept haben? Oh, das wird dir auf den Magen schlagen. Was ist? Die Kekse sind für den Hund. Igitt! Wieso sagst du mir das jetzt erst? Ich hab's versucht. Hey, komm her. Wir haben Leckerlis für dich. Oh, so ein braver Junge. Hier kommt dein Leckerli. Das Posieren hat dich bestimmt hungrig gemacht. So ein cleverer Hund. Hier, der ist für dich. Toll. Ein Einhorn? Hm, könnte knifflig werden. Ich versuch's mal mit den Stiften. Eine große Auswahl. Was nehme ich nur? Pinsel oder Stifte? Stifte. Damit wird das Malen leichter. Dann mal los. Entschuldige. Von wegen. Na, warte. Du bist so kindisch. Ich wollte doch nur helfen. Ach ja, ich helfe dir auch. Hör auf damit. Nimm das. Hier fehlt noch Farbe. Hier fehlt noch Blau. Grrr, mir reicht. Nimm das. Schluss jetzt. Auszeit. Die Klügere gibt nach. Hier, neues Papier. Okay, ich will dich aber nicht anschauen. Endlich kann ich in Ruhe malen. Und los. U-N-I-C-O-R-N. Die Buchstaben verbinden. Jetzt kommt der Kopf. Und die Beine dazu. Dann male ich es aus. In Pink wird es gut aussehen. Der Sieg ist mein. Sieht fast wie echt aus. Jetzt noch der Schwanz. Fertig. Das war leicht. Tada! Oh nein, so sieht mein Bild aus. Echt gut, wahre Kunst. Ich kann mir schon denken, wer gewinnt. Wusste ich's doch. Juhu! Gibt es einen Preis? Hoffentlich ein echtes Einhorn. Das ist auch gut. Nein, der ist zu klein. Wo ist? Ah, das sieht lecker aus. Wenn ich ein kleines Stück probiere, merkt sie nichts. Genau meine Größe. Achtung, gleich gibt es eine Sauerei. Dein Ernst? Oh nein, ich bin gestolpert und auf den Kuchen gefallen. Der Rest ist für dich. Ist das zu fassen? Entschuldigung. Bereit für die nächste Challenge? Ein Kaktus? Das wirst du verlieren. Vergiss
es. Du verlierst. Los, das wird leicht. Ein Power-Snack für zwischendurch. Du bist ganz ruhig. Du bist eins mit dem Pinsel. Fast fertig. Geschafft. Puh, sieht aus wie ein echter Kaktus, was? Was ist das denn? Pass mal auf. Den Schwamm ziehe ich nach unten. Mit einem kleineren Schwamm male ich weiter. Es fehlen noch Blüten. Jetzt male ich die Details hinzu. Das wird ein Meisterwerk. Und, was sagst du? Naja, beide sind grün. Ich habe wieder gewonnen. Lass dich nicht unterkriegen. Wow, eine Kaktus-Pinata. Sind da Snacks innen? Lass es uns herausfinden. Erst die Augen verbinden. Okay, ich bin bereit, loszulegen. Wow, so viele Bonbons. Hast du was gesagt? Wo ist sie hin? Hallo? Naja, was soll's? Was ist passiert? Hey, woher kommen all die Süßigkeiten? Diese Challenge wird besser als die davor. Ein Kürbis? Wie öde. Kann ja nicht so schwer sein. Hm, womit male ich jetzt? Zu groß. Nee, ein anderes Mal. Der ist perfekt. Ein orangener Kreis und fertig wird der Kürbis sein. Ich will gewinnen. Ich nehme den Stift. Ich beginne in der Mitte. Male den Strunk hinzu. Jetzt noch ausmalen. Für den Schatten nehme ich eine dunklere Farbe. Sieht gut aus. Und was sagst du? Hey, aufwachen! Jemand zu Hause? Hallo? Wach auf! Du musst doch malen! Ich bin wach. Was ist hier passiert? Ach ja, der Kürbis. Na toll, besser wird's nicht. Du hast da etwas an deiner Wange. Echt? Was denn? Oh, Farbe. Steht dir? Juhu, was ist der Preis? Hm, Kürbissaft. Das ist eklig. Ich fühle mich komisch. Was passiert hier? Habe ich einen Kürbiskopf? Ah! Das nächste Kostüm für Halloween steht fest. Ich hasse dieses Spiel. Mein Gesicht, mein schönes Gesicht ist wieder da. Was für ein Schock. Davon lasse ich die Finger. Hey, behalte das bei dir. Hey, schau mal! Wow, ein Puppet! Die beste Challenge bisher! Das wird klasse aussehen! Ich male ein Viereck. Dann Kreise. Meine Idee ist besser. Jetzt kommt der Kopierer zum Einsatz. Und rein mit dir. Kopieren. Geht's nicht? Wie läuft's bei dir? Soweit, so gut. Fehlt nur noch Farbe. Das wird gut. Ich male einen roten Streifen. Jetzt den Rest. Wie ein Regenbogen. Sieht aus wie ein Puppet. Wer wohl gewinnt? Nicht schlecht, aber mein Bild wird gewinnen. Oh, wow! Gewonnen! Soll das ein Witz sein? Meins ist besser. Mir wurde ein Verstoß gemeldet. Sie sind festgenommen. Geben Sie mir Ihre zweite Hand. Einen Kopierer zu benutzen, verstößt gegen die Regeln, die wir sehr ernst nehmen. Tut mir leid. Das geschieht dir recht.
Schokolade. Meine zwei liebsten Sachen vereint. Sie werden jetzt abgeführt. Mitkommen. Oh oh, so ein Pech. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Also gut, meine lieben Bäuerinnen. Ihr werdet gleich aufhören zu quatschen, wenn ihr dieses königliche Juwel seht. So glänzend. Malt es. Das mache ich mit links. Eine Krone zu zeichnen ist so einfach, das könnten sogar Affen tun. Ach, wirklich? Ich werde ihr zeigen, wie es richtig gemacht wird. Es geht um die Details. Und auch die Farbe der Juwelen. Rubinrot werden sie. Und ein Touch-Realismus kann nicht schaden. Gut, dass ich das Ding immer dabei habe. Es ist perfekt. Aber es fehlt noch ein bisschen Glanz. Goldglanz natürlich. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Los geht's. Du zuerst. Alles klärchen. Was hältst du davon? Sie ist so hübsch. Du darfst sie tragen. Wie hast du das gemacht? Ich liebe das. Und jetzt zu dir, Ashley. Das ist meine Krone. Wenig überzeugend. Aber das sollte dir helfen. Bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Das! Warte, was ist das? Oh, die sieht flauschig aus. Es gibt auch eine Babygiraffe. Die gehört mir. Okay, dann gehört mir die Babygiraffe. Meine Giraffe ist viel besser. Okay, nicht bewegen, ich muss dich abmalen. So weit, so gut. Was machst du da? Ich untersuche die Giraffe. Oh, gute Idee. Wie läuft es bei Justin? Voll realistisch, oder? Ich nenne ihn Gary. Das sieht gar nicht wie eine Giraffe aus. Das wird etwas schwierig. Der richtige Winkel ist das A und O. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich lege meine Hand so auf das Papier und fahre sie nach. Dann male ich ein Gesicht dazu. Und schon ist es eine Giraffe. Nun wird sie noch angemalt. Der Braunton passt perfekt zu ihr. Der Rest wird gelb angemalt. Vorsichtig, ich will schließlich nicht über die Ränder malen. Jetzt ist der Hals dran. So, das reicht. Zum Glück ist mir das eingefallen. Ja, okay, das ist echt cool. Sorry, Gary. Das ist für dich. Dankeschön. Dieser Test ist so schwer. Nicht mal das Ding kann mir helfen. Außer zwei Taschenrechner minus ein Taschenrechner. Damit wird's gehen. Nimm das. Ja, die Antwort ist 1, oder? Problem gelöst. Ich bin ein moderner Einstein. Einstein, hä? Darüber kannst du beim Nachsitzen nachdenken. Nein, ich muss hier raus. Ich hasse Nachsitzen. Ein weiterer Tag. Eine weitere sinnlose Nachsitzaufgabe. Mir ist so langweilig. Zoe, los, komm schon. Ich dachte schon, ich werde nie damit fertig. Fertig! Oh, sehr gut. Hier ist Stapel Nummer 2. Was? Noch einer? Bis später. Geh nicht! Das ist der schlimmste Tag. So werden die Dinge erledigt. Hey, mein Stift hat keine Tinte mehr. So viel habe ich schon geschrieben. Auf zum nächsten, schätze ich. Den habe ich total vergessen. Gibt's hier Stifte? Der wird nichts mehr machen. Ich könnte einen Snack vertragen. Was haben wir denn hier noch? Kabelbinder? Mit denen kann ich was anfangen. Sieht so aus, als komme ich hier doch noch raus. Hallo, Frau Lehrerin. Wenn ich nicht gehen kann,
kannst du es auch nicht. Viel Glück beim Aufstehen. Ein Stift. Jetzt kann der Spaß losgehen. Okay, ich bin fertig. Schon? Ich habe noch einen Stapel für dich. Was ist mit dem Stuhl los? Ich klemme. Das wirst du mir büßen. Ja, ja. Und tschüss. Komm wieder her, du. Oh, ich kann hier nicht länger sitzen. Die Lehrerin passt ja nicht mal auf. Ich sehe das. Leg dich nicht mit mir an. Diese Frau sieht ja echt alles. Amateurin. Ich kann's nicht. Psst. Gabby? Was ist los? Wo ist sie? Was? Jetzt sitze ich hier ganz alleine. Moment mal. Ich brauche die mehr als du. Zeit für eine Extrahand. Jetzt kann ich das in Ruhe lesen. Die Antworten sind jetzt ganz klar. Zoe? Hm? Fast fertig. Okay. Sie hat's mir voll abgekauft. Ich freue mich so auf Kunst. Okay, klasse. Heute malen wir eine Katze. Seht nur, wie süß sie aussieht. Na dann, fangt an. Oh, das ist schwer. Das ist ihr Schwanz. Wow, das ist hässlich. Fertig! Ist nicht mein bestes Bild, aber für die Schule reicht's. Was? Das ist unglaublich! Was für ein Tag. Gib das her. Oh, die schenke ich dir. Ich habe eine Idee. Eine gute Idee. Wenn ich den Gummi um die Stifte binde und dasselbe hier mache, dann kann ich die Katze in meinem Notizbuch nachfahren. Es funktioniert. Solange ich den Linien folge, habe ich eine perfekte Kopie. Wow, das sieht toll aus. Echt gut. Ich bin beeindruckt, Cheryl. Danke, ich bin ein Naturtalent. Eine 2? Wundervoll, wie immer, Luna. 1+. Mach weiter so. Danke. Oh nein, er druckt wieder. Psst, hör auf. Was? Hier gibt's nichts zu sehen. Oh, ich hasse Kunst. Igitt, guck dir diesen Pinsel an. Total ekelhaft. Ich kann den nicht nehmen. Was mache ich denn jetzt? Oh, ich weiß. Wird Zeit für einen Haarschnitt. Seine Haare sind sowieso zu lang. Was ist das für ein Geräusch? Das war easy. Hoffe, er kriegt's nicht mit. Jetzt beende ich mein Gemälde. Oh, meine Haare. Ich werde mich rächen. Meine Puppe. Ich brauche einen neuen Pinsel. Du Monster. Wow, der ist echt gut. Dir werde ich zeigen. Ich hasse Fledermäuse. Sie können dich hören. Ich bin Erster. Warte mal, das sieht ähnlich aus. Was passiert hier? Mir ist voll langweilig. Wow, neue Freunde. Ist das ein sprechendes Einhorn? Hallo zusammen, jetzt kommt eure Mal-Challenge. Ich schaff das. Was für ein süßes Kätzchen. Schön weich und flauschig. Oh, wie bezaubernd. Eine Katze. Oh, meine Allergie. Hatschi! Du hast die Katze erschreckt. Ich bin allergisch gegen Katzen. Tja, das ist deine erste Herausforderung. Machst du Witze? Fang an zu zeichnen. Nimm gefälligst dein Taschentuch. Hatschi! Ich fühle mich schrecklich. Das soll aufhören. Hatschi! Ich bin hier, um zu helfen. Hey, Doc. Was ist das Problem? Ah, verstehe. Damit geht's nicht. Oh, er ist süß. Das wird dich heilen. Stillhalten. Autsch, das tut weh. So wird's gehen. Hey, du. Rausch.
Danke, schätze ich. Der ist für dich. Jetzt wird mir auch noch schlecht. Wie romantisch. Man sieht sich. Hoffe ich doch. Bist du fertig? Ganz schön viel Rotz. Der ist so schleimig. Aber sieht lecker aus. Aber ich bin nicht hungrig. Meine Blumen! Guck, was du angerichtet hast. Du hast sie ruiniert. Ups, war ich das etwa? Wie konntest du nur? Warte mal, ich habe eine Idee. Das könnte klappen. Ein Versuch ist's wert. Ich spritze die Medizin aufs Blatt. Wow, so strahlend. Dann die Farben wechseln. Okay, das reicht. Jetzt zum lustigen Teil. Ich ziehe die Medizin glatt. Wow, sieht aus wie Katzen. Die bekommen noch den letzten Schliff. Ich fange mit den Ohren an, dann die kleinen Nasen. Sie bekommen weiße Schnurrhaare. Jetzt zu den Augen. Das wird ein Meisterwerk. Wow, sogar besser als ich dachte. Ich bin genial. Die sehen toll aus. Ich muss die gleich zeigen. Was sagst du dazu? Das ist eigentlich ziemlich gut. Ich muss mir was einfallen lassen. Hey, ich kann ja die Blütenblätter nehmen. Ich spritze Kleber aufs Blatt. Mit dem male ich die Form auf. Da kommen die Blütenblätter drauf. Um den Kleber zu bedecken, den Rest puste ich runter. Da kommt dieser Katzenausschnitt drauf. Aber es geht noch weiter. Diese Trockenblumen kommen an die Seite. Und dann ein Rahmen drum. Wow, sieht fabelhaft aus. Das ist was ganz Besonderes. Das musst du sehen. Ist toll geworden, stimmt's? Wow, ihr seid schon fertig? Guck, ich habe Katzen gemalt. Sehr gut. Was haben wir da? Und, gefällt's dir? Wow, ich liebe es. Und wer gewinnt? Barbie gewinnt diese Runde. Ich wusste es. Yes! Das macht mich wütend. Meine Katze! Seit wann können Katzen fliegen? Like und abonniere für mehr tolle Videos. Was ist jetzt dran? Meine Utensilien liegen schon bereit. Aha, wie schön für dich. Yeah! Hä? Wer ist das? Oh, wow! Cool, los geht's! Ich fühle mich inspiriert. Emojis stehen für Spaß mit Formen. Ich male einen Kreis. Aha, ich könnte etwas extra Hilfe gebrauchen. Geht doch nichts über frische Farbe. Hey, pass doch auf. Das ist dir egal, hab ich recht? Wow, sie ist echt unglaublich. Tja. Das ist interessant. Einen Augenblick. Ich fange nochmal von vorne an. Rein mit dir, gelbe Farbe. Perfekt. Jetzt kann der Spaß beginnen. Und auffüllen. Das sieht lustig aus. Weißt du schon, was das wird? Ein Emoji, schon vergessen? Das ist mal was anderes. Hey, Wendy. Oh, ich dachte schon, du würdest nie fragen. Ich glaube, mein Bild ist besser. Ist das cool oder ist das cool? Oh, das hätte mir auch einfallen können. Und überall waren nur noch Blumen. Verrückt, oder? Yep. Was geht, Mädels? Hä? Oh, hey du! Wir haben gerade erst über Blumen gesprochen. Bin ich nicht hinreißend? Oh, hör auf! Okay, wir malen dich. Aber mit was? Ich habe keine Pinsel. Von Wendy kann ich bestimmt keinen nehmen. Oder doch? Der hier sieht echt gut aus. Gut, jetzt eine dickere Linie. Hey, das ist mein Pinsel, Jennifer. Der gehört dir nicht. Nein, sieh nur, was du angerichtet hast. Dann male ich eben ohne Pinsel weiter. Und zwar mit der Flasche. Drücke das untere der Flasche in die Farbe. So entstehen Blüten auf dem Bild. Voll einfach, findest du nicht? Nur noch ein paar mehr. Eine feine, runde Sache. Probiere nun andere Farben aus. So langsam sieht es echt schön aus. Und? Nicht schlecht, oder? Das Bild
Bild ist nicht mehr zu retten. Mein Bild ist echt gut geworden. Unfair! Immerhin hast du dein Bestes gegeben. Für mich? Das ist echt lieb von dir, Jennifer. Farbhände. Du kannst mich später umarmen. Hey, was geht da vor sich? Wow, bist du dabei? 1, 2, 3. Wow, was soll ich damit nur anfangen? Oh, ich kaufe mir damit, was ich brauche. Was ist das? Auf jeden Fall eine Farblieferung. Mal sehen, was darin ist. Augenblick mal, das ist es. Schneide die Spitze der Tüten ab. So hat die Farbe freien Lauf. Und noch einmal. Möge das Farbrennen beginnen. Oh yeah, seht euch all die Farben an. Die Schwerkraft erledigt den Rest. Dabei zusehen macht Spaß, oder? Weiße Farbe macht es noch interessanter. Hitchpatch! Das ist sowas von cool. Sieh dir das an. Fertig. Gefällt es dir? Voll weird, oder? Ja, aber zieh dir das rein. Wie hast du das nur gemacht? Wieder gewonnen. Lass los, Emily. Nein, er gehört mir. Ich habe ihn zuerst gesehen. Stopp, es gibt nur einen Ausweg. Oh, so ist das also. Los geht's. Ich nehme den Kreis. Die Mitte! Du hast in der Mitte angefangen? Du wirst verlieren. Du bist in meine Falle getappt. Ich wusste, dass du das machst. Das wird zu einfach. Es ist noch nicht vorbei. Und was willst du jetzt machen? Schau zu und lerne. Ah, das hätte ich kommen sehen müssen. Warte, ich weiß. Aber das darfst du nicht. Ach ja, habe ich aber. Und schau dir das an. Gewonnen. Nein, das kann nicht sein. Na gut, hier hast du den Teddy. Uhu. Oh, was sind das nur für Augen? In denen könnte ich mich verlieren. Gibt es jemanden, der perfekter ist als du? Du hast genau das, was ein Mann braucht. Wir würden so ein tolles Paar abgeben. Warte, vielleicht gibt's ja einen Weg. Mein Zauberbuch könnte helfen. Was kann schon schlimmstenfalls passieren? Aber zuerst brauche ich ein Amulett. Ich mache aber erstmal Platz. Ich brauche eine Schüssel mit Epoxidharz. Und da mache ich Glitzer rein, damit es schön funkelt. Jetzt alles verrühren. Alles muss gut gemischt sein. Genau so. Als nächstes gieße ich die Mischung in die Form. Ich habe die Herzform gewählt. Wow, schau dir diese Farbe an. Ich mache die Form bis oben hin voll. Und dann warten wir, bis es fest ist. Ich nehme die Form ab und mache noch eine Kette dran. Wow, das sieht fantastisch aus. Genau, was ich brauche. Aber ich bin noch nicht fertig. Jetzt kommt der Zauberspruch. Diese Halskette wird Matthew dazu bringen, mich zu lieben. Mach ihm klar, dass ich sein Schicksal bin. Lass es ein Leuchtfeuer sein, das ihn anzieht. Es hat geklappt. Ich kann es kaum glauben. Oh ja, dann mal los. Emily? Wow! Er hat mich bemerkt! Ich sollte rübergehen und mit dir reden. Hey Emily, du siehst heute toll aus. Wow, mir gefällt deine Halskette. Sie hat was Hypnotisches an sich. Hä, geht's dir gut? Ich denke, ich gehe lieber mal. Warte, du gehst nirgendwo hin. Was machst du? Lass mich los! Okay, das habe ich nicht erwartet. Mach auf, Emily! Nein, lieber nicht! Das war eine blöde Idee. Hier, du kannst es haben. Ich will die nicht mehr. Hä, wo kommt die denn her? Die ist voll schräg. Warte, die Halskette, ich muss sie haben. Bleib weg von mir. Ah, Mr. Einhorn, du bist so weich. Ich könnte dich den ganzen Tag knuddeln. Wart mal, ist das mein Zahn? Wie ist das denn passiert? Aber das heißt, die Zahnfee kommt. Mama, komm mal. Ist alles in Ordnung, Süßer? Guck mal, mein Zahn ist ausgefallen. Mein kleiner Junge wird erwachsen. Ich weiß schon, was ich von der Zahnfee will. Ich will diese AirPods. Dann leg ihn lieber gleich unter dein Kopfkissen. Gute Idee, Mama.
Da ist er sicher. Und jetzt warten wir. Das ist so aufregend. Aber du solltest schlafen gehen. Sie wird bald da sein. Oh, stimmt. Mr. Einhorn darf nicht fehlen. Gute Nacht, Mami. Süße Träume. Wir sehen uns morgen früh. Wird Zeit für mich, in Aktion zu treten. Schau ihn dir an. Er ist so liebenswert. Ich schnapp mir schnell den Zahn. Hoffentlich wecke ich Matthew nicht. Hab ihn. Und jetzt tausche ich ihn gegen diese AirPods. Das scheint mir ein guter Deal zu sein. Ich hoffe, sie gefallen ihm. Moment mal, ich sollte sie persönlicher machen. Und dafür brauche ich meinen 3D-Stift. Ich beginne mit senkrechten Linien um das Gehäuse herum. Ich mache sie schön eng. Es soll ja keine Lücke bleiben. Danach mache ich mit dem Deckel weiter. Ich beginne mit kleinen Strichen an einer Seite und arbeite mich einmal rundherum. Das sollte reichen. Ich habe ein Einhorn auf ein Stück Pappe gemalt. Und mit dem 3D-Stift male ich es aus. Ich muss nur innerhalb der Linien bleiben. Der erste Teil ist geschafft. Als nächstes kommt das Ohr und dann zum anderen. Ich wechsle auch die Farbe für die anderen Bereiche. Ich will alles schön bunt machen. Die Bereiche verbinden sich dann. Das sieht toll aus. Aber ich darf das Horn nicht vergessen. Das ist perfekt geworden. Jetzt kommt der letzte Schliff. Ich bin ziemlich zufrieden damit. Ich platziere es jetzt auf der Schachtel. Der Deckel sieht aus wie der Mund eines Einhorns. Matthew wird das gefallen. Ich denke, die AirPods können jetzt unter das Kopfkissen. Das wird eine tolle Überraschung. Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen. Ich bin so glücklich. Ob die Zahnfee schon da war? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wow, wie cool ist das denn? Das ist ja fantastisch. Wuhu! Mami! Was ist, mein Liebling? War die Zahnfee da? Das hat sie für mich dagelassen. Wow, die Zahnfee hat echt Talent. Ich kann es kaum erwarten, die auszuprobieren. Du nimmst den hier, Mami. Ziemlich cool, was? Das ist es. Schalalalala. Ach, die Sonnenbrille ist total verschmiert. Schon besser. Oh, ein Kunde. Ich bin hier, um viel Geld auszugeben. Das höre ich gern. Ach, wie verzweifelt. Was haben wir denn hier? Soll das etwa modisch sein? Mir gefällt das. Was haben wir noch? Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Als hätte er auf mich gewartet. Ich probiere ihn mal auf. Ich denke, der steht dir. Natürlich, ich lasse alles gut aussehen. Aber da fehlt noch was. Eine Brille. Du würdest fabelhaft aussehen. Ich mag es, fabelhaft auszusehen. Die sieht interessant aus. Setz sie auf. Ja, das werde ich. Ich bevorzuge gewöhnlich etwas mit Klunker verziertes. Das sieht toll aus. Schau es dir an. Ach, ich weiß nicht. Nein, die ist nichts für mich. Hast du die einfach? Na, was soll's. Wie wär's mit der hier? Okay, ich versuch die mal. Ich weiß nicht. Ich muss doch was haben, das dir gefällt. Ich habe viele verschiedene Styles. Nein, nee, niemals. Mir gefällt keine von denen. Wie wär's mit meiner Brille? Ich bin hier fertig. Warte, halt! Was noch? Ich habe noch was, das du dir anschauen solltest. Denk nach, ich brauche einen Verkauf. Oh, das ist vielleicht gut. Nein, ich habe meine Wünsche schon aufgebraucht. Aha, meine treue Klebepistole. Sie lässt mich nie im Stich. Ich nehme Glitzerkleber und male eine Form. Ich möchte, dass es wie eine Wolke aussieht. Das macht Spaß. Jetzt mache ich noch eine zweite Wolke. Das wird der Rahmen für die individuell gestaltete Brille. Jetzt verbinde ich beide Seiten. Als nächstes brauche ich blaues Epoxidharz. Ich spritze es in die Wolke. Das sind die Gläser. Jetzt muss ich warten, bis alles fest ist. Ich habe schon die Brillenflügel gemacht. Ziemlich cool, oder? Also ich will die aufsetzen. Schau dir die mal an. Ich bin neugierig. Gib schon her. Die ist besser als die anderen. Ich fühle mich großartig. Genauso eine wollte ich. Da bin ich aber erleichtert. Ich nehme die. Wie viel kostet sie? 5 €. Also, einen Moment bitte. Das ist ein Unikat, weißt du? Also, die kostet 500 €. Ein Schnäppchen. Gutes Aussehen ist eigentlich unbezahlbar. Oh, danke.
Nein, ich danke dir. Tata! Ciao, komm bald wieder! Ich kann's kaum glauben, dass das geklappt hat! Ich bin voll nervös. Ich will ihr nur eine Frage stellen, mehr nicht. Emily? Ich muss selbstbewusster sein. Emily? Nein, das klingt verrückt. Emily, der ist für dich. Er ist ein Symbol meiner Liebe. Ich hoffe, du fühlst auch so. Ups! Oh nein, wo ist der hin? Der muss hier doch irgendwo sein. Warum passiert mir immer sowas? Hi, Emily. Ich habe nur ein paar Liegestützen gemacht. Komm, wir setzen uns. Du siehst hübsch aus. Oh, das ist lieb. Ich meine das ernst. Hey, ist das Nagellack? Kann ich mir den kurz ausleihen? Wofür? Vertrau mir, der wird alles lösen. Ich male mit dem Nagellack um ein Pflaster rum. Ich will ein dünnes Band machen. Wenn es trocken ist, kann ich es anmalen. Pink ist die perfekte Farbe. Die Lücken male ich mit einem dunkleren Ton aus. Der sieht schon gut aus. Und zum Schluss noch ein Herz. Jetzt ist er perfekt. Ich lasse ihn besser nicht fallen. Okay, los geht's. Emily? Was ist los, Matthew? Oh mein Gott, machst du Witze? Ich muss dich etwas fragen. Ich kann's nicht glauben. Willst du mich heiraten? Natürlich will ich. Ich war noch nie so glücklich. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Ich bereite mich für die nächste Challenge vor. Das ist der perfekte Zeitpunkt. Stacy, hier für dich. Hoffe, sie gefallen dir. Dein Ernst? Nein, nicht für mich. Oh, ein Geschenk für mich? Nein, das ist für Stacy. Echt? Was da wohl drin ist? Oh, guck mal. Was? Ist doch nur ein dummes Einhorn. Frauen werde ich nie verstehen. Oh, das ist von meinem Schwarm. Voll süß. Das halte ich immer in Ehren. Das ist eine gute Idee für die nächste Runde. Ein Einhorn. Machst du Witze? Na gut, dann los. Nope, das ist nicht gut. Es ist so weich. Oh, da ist ja noch was in der Kiste. Ist das ein Bonbon? Riecht jedenfalls süß. Mh, der ist lecker. Hä, was ist los? Warte mal. Ich glaube, ich hab's. Jetzt wird gezeichnet. Ich zeichne den Umriss des Einhorns auf kariertes Papier. Dann gehe ich um den Umriss rum. Ja, das wird gut. Als nächstes kommen die Details. Das wird die Mähne. Jetzt den Umriss ausmalen. Dadurch wird alles deutlicher. Und nun zur Farbe. Das wird schön aussehen. Muss nur aufpassen, dass ich innerhalb der Linien bleibe. Das Horn wird mehrfarbig. Das ist gut. Jetzt noch die Schnauze. Und fertig. Lilly, ich bin fertig. Die Zeit ist gleich um. Was? Schon? Was mache ich denn jetzt? Das muss reichen. Tada! Naja, du hast es versucht. Gut gemacht, Stacy. Dein sieht toll aus. Je weniger ich sage, desto besser, Matthew. Stacy gewinnt. Konkurrenzlos. Ja, schon verstanden. Juhu, ich wusste es. Okay, ja, ja, Herr Klagmann, macht keinen Sinn. Mhm, ein Test. Ja, ja, verstehe. Weil ich vorbereitet bin. Psst, Kate, schau, was ich hier habe. Oh, heiliger Strohsack Jake, du weißt, was du tust. Ja, das weiß ich. Geometrie, Englisch, ich hab alles. Deshalb trägst du also diesen lächerlichen Mantel. Upsi. Sieht aus, als ob Hut und Mantel jetzt mir gehören. Nein, meine akademische Zukunft. Ich kann nicht glauben, dass du dachtest, du würdest damit durchkommen. Jake. Hey, Jake. Keine Panik, ich habe alles im Griff. Zum Glück habe ich diesen süßen Schuh. Ich nehme einfach die Sohle heraus. Dann brauche ich einen Stift und ich kann alles draufschreiben, was ich brauche. Sogar die ganze Gleichung passt drauf. Tja, warum lernen, wenn du einen Schuh und einen Stift hast? Dann stecke ich die Sohle einfach wieder in den Schuh. Wartet auf mich, Gleichung. Ich werde euch brauchen. Und niemand wird das mitbekommen. Ich helfe dir, Jake. Ich habe doch meinen treuen Schuh. Warum gibst du mir deinen ekligen Schuh? Dieser Schuh wird mir nicht helfen, Geometrie zu bestehen. Ach,
Es ist nicht der Schuh, sondern das, was in ihm steckt. Diese unglaublich verschwommenen Gleichungen? Warte, verschwommen? Oh, was ist mit meinen Gleichungen passiert? Die ganze Tinte ist verschmiert. Oh nee, alle Gleichungen sind auf meiner Fußsohle. Und meine akademische Zukunft auch. Hör auf zu reden und löse die Aufgaben. Oh, ich habe all diese Gleichungen für nichts aufgeschrieben. Ich wusste, es war richtig, früher hier zu sein. Niemand hier, also Zeit, an die Arbeit zu gehen. Gleich wird mein kleiner Spicker fertig sein. Ich schreibe einfach die Antworten von meinem Telefon ab. Oh Mann, ich schreibe die nicht immer richtig ab, wenn sie direkt vor mir liegen. Kein Problem, dafür gibt's Radiergummis. Oh nee, mein Spickzettel. Oh je, wenn ich den nur wieder zusammenbringen könnte. Warte, es gibt einen Weg. Oh, Klebeband. Mach, was du am besten kannst. Warte, du kannst mir noch mehr helfen. Zuerst brauche ich einen Papierstreifen, so breit wie das Klebeband. Jetzt die Notizen draufschreiben. Oh, Algebra, warum musst du auch so schwer sein? Jetzt kommt das Klebeband zum Einsatz. Ich brauche einen langen Streifen, aber nicht von der Rolle abreißen. Vorsichtig die Papierstreifen auf das Klebeband legen. So, das sitzt perfekt. Jetzt nur noch das Band vorsichtig zurückrollen. Alles drin und startklar. Niemand wird das mitbekommen. Oh, Klebeband, du wirst mir helfen, eine Eins zu bekommen. Schau dir all diese süßen Gleichungen an. Wow, Kate, du bist früh hier. Schau, was ich gemacht habe. Alle Gleichungen sind griffbereit. Oh, das ist ehrlich gesagt das Cleverste, was du jemals gemacht hast. Jetzt wird's Zeit für einen weiteren Algebra-Test. Okay, Klebeband, enttäusch mich nicht. Eigentlich freue ich mich schon, diesen Test zu machen. Okay, hier ist dein Test, Kate. Vielen Dank, Herr Clarkman. In Ordnung, an die Arbeit. Zeit für mein kleines Tape. Genau am richtigen Ort. Hallo, Antwort auf die erste Aufgabe. Und auf die zweite und die dritte Aufgabe. Okay, nur noch eine Aufgabe. Los geht's, Nummer 4. Warte, was hat das denn mit der vierten Frage auf sich? Okay, schau dir einfach das Tape an. Ist sie hier? Hier? Oder hier? Mann, irgendwo muss das doch stehen. Okay, du siehst aus wie eine Mumie. Bravo, Kate. Und jetzt raus mit dir. Okay. Das ist der Hammer. Dieses Ding zu poppen ist wirklich befriedigend. Wie wär's, wenn ihr das zeichnet? Ich liebe Poppets. Okay. Jen wählt die bunte Variante. Aber ich werde noch kreativer als das. Ich leih mir den mal kurz aus. Zuerst legst du etwas Klebeband so aus. Dann machst du solche Farbkleckse. Nimm dann einen Kamm, um ein lustiges Muster zu machen. Der bringt die Farben sehr gut zusammen. Viel interessanter als Pinselstriche. Und wenn du das Tape abziehst, hast du saubere Linien. Siehst du, was ich meine? Wow, das hat wirklich funktioniert. Mein Kamm, was hast du mit ihm gemacht? Das ist meiner. Sorry. Kein Respekt. Süßes Friedensangebot? Nein, glaube ich nicht. Warte mal. Okay, gib sie her. Das könnte interessant werden. Lila, mein Favorit. Du gehst an die Spitze.
Damit erwecke ich es wirklich zum Leben. Und es sieht aus wie ein Puppet. Nice. Zeigt sie uns. Hier. Das ist die abgefahren. Aber Jennifer's. Wirklich spektakulär. Und die Gewinnerin? Wow, ich wusste nicht, dass es Puppet-Regen gibt. Hey! Ew! Machen wir aus dieser langweiligen Handyhülle etwas Besonderes. Dafür brauche ich nur meinen 3D-Stift. Ich fange beim Kameraobjektiv an und dann entlang der Kanten. Ich liebe diese Farbe, sie ist so leuchtend. Dann mache ich an den Seiten weiter. Diesen Bereich vergisst man leicht. Danach zeichne ich diagonale Linien quer über das Gehäuse. Einfach so. Ich mache das gleiche in die andere Richtung. Das sieht gut aus. Jetzt drehe ich das Telefon um. Oh, was für lächelndes Gesicht. Ich brauche das Bild von Blue. Ich male es mit meinem 3D-Stift nach. Ist viel einfacher, als freihändig zu zeichnen. Dann kann ich es ausfüllen. Ich achte darauf, nicht über die Augen zu malen. Die werden nämlich weiß. Ich mache hier diagonale Linien. Jetzt kommt das X ins Auge. Wenn die Augen fertig sind, kommt seine Krone. Die wird natürlich gelb. Ich könnte Künstlerin werden. Das kann jetzt vom Display runter. Ich drehe das Telefon wieder um und klebe Blue hinten drauf. Was für ein Unterschied. Das ist mal eine Handyhülle. Sie ist perfekt. Ich frische schnell meinen Lippenstift auf. Hm, wo ist der? Das ist schon besser. Ah, nach dem habe ich gesucht. Danke, Annie. Was machst du da? Nein, nicht. Ich liebe diesen Farbton. Das ist meiner. Merkt ihr das? Wow, da ist aber jemand empfindlich. Nein, das machst du nicht. Hör auf, Ava. Ich mein's ernst. Langsam wird's nervig. Hör auf damit. Guck dir das an. So schön. Zwei können dieses Spiel spielen. Wie gefällt dir das? Ach ja, schlag das. Der steht mir besser als dir. Du siehst aus wie ein Clown. Ein hässlicher Clown. Stopp. Ich hab genug davon. Ha, jetzt ist es meiner. Netter Versuch, Annie. Oh, das war doch nicht mein Lippenstift. Oh, wie peinlich. Ich muss mich bei Annie entschuldigen. Warte, ich habe eine Idee. Dafür brauche ich meinen 3D-Stift. Ich gehe mit dem um den Lippenstift. Immer weiter drumherum. Ich baue Schichten auf. Genau so. Ich mache das bis zum Ende der Röhre. Und dann fange ich an, den Boden auszufüllen. Ich will alles vollständig abdecken. Perfekt. Mit dem 3D-Stift habe ich ein A gemacht. Der kommt auf die Röhre. Das war's, ich bin fertig. Oh, da kommt Annie. Annie, das ist für dich. Hä? Was ist das? Ist das mein Lippenstift? Wow, das ist ja cool. Danke, Ava. Tut mir leid. Guck, was ich gefunden habe. Was? Du hast auch so einen? Wow! Oh my God! Oops! Yay! Uh-oh! Fia? Meh! Hey! Ich muss immer zu dieser Kette anschauen.
Sie ist einfach wow. Ich bin so glücklich. Sie ist so hübsch. Wow. Aua. Das tat weh. Oh nein, meine Kette. Sie ist kaputt. Guck dir das an. Oh, vielleicht kann ich sie da reparieren. Hallo? Ist hier jemand? Der Schweißpunkt ist qualitativ gut. Hey. Huhu. Hier drüben. Hä? Was willst du? Hi Annie. Komm rein. Ja? Bist du sicher? Wie geht's? Meine Halskette ist kaputt. Ja, die ist kaputt. Aber ich kriege das hin. Mal sehen, was wir hier haben. Die ist nicht mehr zu retten und gehört in den Müll. Aber ich mochte die. Sch, mochtest du nicht. Ich mach dir was Besseres. Guck dir das an. Geht's dir auch gut? Ich glaube nicht, dass das mein Stil ist. Ich bin noch nicht fertig. Nein, das mag ich nicht. Ist mir ein bisschen zu wild. Wow, du bist echt pingelig beim Schmuck. Ich habe keine Ideen mehr. Aber wir müssen doch irgendwas tun können. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Und wir brauchen nur dieses Poppet. Ich befülle die Vertiefungen mit dem Kunststoff. Ich mache das die ganze Reihe lang. Dann lege ich die Halskette drüber und bedecke sie mit Plastik. Die Kette muss komplett bedeckt sein. Wenn dann alles hart ist, hole ich sie aus dem Poppet. Leg sie gleich an. Wie sieht's aus? Ich muss das sehen. Wow, die sehen aus wie Blumen. Unglaublich, wie du das geschafft hast. Ava, das ist wunderbar. Danke. Hey, das ist mein Job. What? Hm? Yes. Hä? Hä? Wow. Hey. Oops. Hey. Gefällt dir meine neue Jacke? Sie war reduziert, da musste ich einfach zugreifen. Cool, oder? Ja, die Jacke ist neu, schon kapiert. Aber wie findest du meine neue Jacke? Und was sagst du zu meiner neuen Handyhülle? Glitzer ist voll aus dem Trend. Poppets sind in. Mein Notizbuch wird dich bestimmt umhauen mit all den Stickern. Herzen, Sternchen und sogar Eis mit dabei. Was? Oh Mist, mein Notizbuch ist voll langweilig. Das wird sie nicht beeindrucken. Wie verschönere ich es nur? Hm, ich probiere es mit den Stiften. Hey, mich hat die Muse geküsst. Schneide die Spitze des Filzstifts vorne ab. Dann schneidest du noch eine Herzform aus. Oh, sieht das nicht süß aus? Dann nimmst du ein Notizbuch und stempelst darauf los. Du kannst auch Sterne machen. Fertig! Jetzt habe ich auch Herzen und Sterne. Siehst du, das beeindruckt mich nicht. Ich habe nicht mal Sticker gebraucht. Wow, das will ich auch haben. Hacks und Tricks für den Unterricht können dich retten. Vor allem, wenn du nicht gelernt hast. Du musst nur aufpassen, nicht erwischt zu werden. Okay, ja, ja, Herr Klagmann, macht keinen Sinn. Ein Test, ja, ja, verstehe. Weil ich vorbereitet bin. Psst, Kate, schau, was ich hier habe. Oh, heiliger Strohsack Jake, du weißt, was du tust. Ja, das weiß ich. Geometrie, Englisch, ich hab alles. Deshalb trägst du also diesen lächerlichen Mantel. Upsi. Sieht aus, als ob Hut und Mantel jetzt mir gehören. Nein, meine akademische Zukunft. Ich kann nicht glauben, dass du dachtest, du würdest damit durchkommen. Jake. Hey, Jake. Keine Panik, ich habe alles im Griff. Zum Glück habe ich diesen süßen Schuh. Ich nehme einfach die Sohle heraus. Dann brauche ich einen Stift. Und ich kann alles draufschreiben, was ich brauche. Sogar die ganze Gleichung passt drauf. Tja, warum lernen, wenn du einen Schuh und einen Stift hast? Dann stecke ich die Sohle einfach wieder in den Schuh. Wartet auf mich, Gleichung. Ich werde euch brauchen. Und niemand wird das mitbekommen.
Ich helfe dir, Jake. Ich habe doch meinen treuen Schuh. Warum gibst du mir deinen ekligen Schuh? Dieser Schuh wird mir nicht helfen, Geometrie zu bestehen. Ach, es ist nicht der Schuh, sondern das, was in ihm steckt. Diese unglaublich verschwommenen Gleichungen? Warte, verschwommen? Oh, was ist mit meinen Gleichungen passiert? Die ganze Tinte ist verschmiert. Oh nee, alle Gleichungen sind auf meiner Fußsohle. Und meine akademische Zukunft auch. Hör auf zu reden und löse die Aufgaben. Oh, ich habe all diese Gleichungen für nix aufgeschrieben. Ich wusste, es war richtig, früher hier zu sein. Niemand hier, also Zeit, an die Arbeit zu gehen. Gleich wird mein kleiner Spicker fertig sein. Ich schreibe einfach die Antworten von meinem Telefon ab. Oh Mann, ich schreibe die nicht immer richtig ab, wenn sie direkt vor mir liegen. Kein Problem, dafür gibt's Radiergummis. Oh nee, mein Spickzettel. Oh je, wenn ich den nur wieder zusammenbringen könnte. Warte, es gibt einen Weg. Oh, Klebeband. Mach, was du am besten kannst. Warte, du kannst mir noch mehr helfen. Zuerst brauche ich einen Papierstreifen, so breit wie das Klebeband. Jetzt die Notizen draufschreiben. Oh, Algebra, warum musst du auch so schwer sein? Jetzt kommt das Klebeband zum Einsatz. Ich brauche einen langen Streifen, aber nicht von der Rolle abreißen. Vorsichtig die Papierstreifen auf das Klebeband legen. So, das sitzt perfekt. Jetzt nur noch das Band vorsichtig zurückrollen. Alles drin und startklar. Niemand wird das mitbekommen. Oh, Klebeband, du wirst mir helfen, eine 1 zu bekommen. Schau dir all diese süßen Gleichungen an. Wow, Kate, du bist früh hier. Schau, was ich gemacht habe. Alle Gleichungen sind griffbereit. Oh, das ist ehrlich gesagt das Cleverste, was du jemals gemacht hast. Jetzt wird's Zeit für einen weiteren Algebra-Test. Okay, Klebeband, enttäusch mich nicht. Eigentlich freue ich mich schon, diesen Test zu machen. Okay, hier ist dein Test, Kate. Ah, vielen Dank, Herr Clarkman. In Ordnung, an die Arbeit. Zeit für mein kleines Tape. Genau am richtigen Ort. Hallo, Antwort auf die erste Aufgabe. Und auf die zweite und die dritte Aufgabe. Okay, nur noch eine Aufgabe. Los geht's, Nummer 4. Warte, was hat das denn mit der vierten Frage auf sich? Okay, schau dir einfach das Tape an. Ist sie hier? Hier? Oder hier? Mann, irgendwo muss das doch stehen. Okay, du siehst aus wie eine Mumie. Bravo, Kate. Und jetzt raus mit dir. Okay. Das ist der Hammer. Ah, ich finde die Haare und sehe sowas von glamourös aus. Perfekt. Zeit für ein paar Hausaufgaben. Oh mein Gott, ich liebe diese Chips. Ah, diese Aufgabe wird einfach. Erstmal ein bisschen Müll beiseite räumen. Und den hier einschalten. Warum gehst du denn nicht an? Okay, das wird helfen. Schütteln, schütteln, schütteln. Hoffentlich hat das niemand gesehen. Jetzt soll es funktionieren. Nee. Ach, warum hast du mich, Laptop? Warte mal. Ich habe eine geniale Lösung. Ich habe eine 2-Liter-Flasche und einen Cutter. Dann schneide ich den Deckel dieser Flasche ab. Und ich brauche noch ein Stück Taschentuch für dieses Teil. Das schiebe ich in die Flasche. Das passt perfekt auf das Ende des Föhns. Ich bin bereit. Das ist ein Do-it-yourself-Staubsauger.
Oh, schau doch, wie der alle Krümel aufsaugt. Super, sauber. Erledigt und erledigt. Oh, Gott sei Dank ist endlich Mittag. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Maddie, schau mal. Oh, mein neues Sweatshirt. Sind da Flecken drauf? Mann, das sieht aus wie... Na, du weißt schon. Ich hab nichts zum Wechseln. Komm schon, Fleck, geh weg. Oh Mann, das ist deine Schuld, Jennifer. Ja, vielleicht können wir den verstecken. Hier, du kannst meinen Gürtel haben. Hä? Nimm, ich zeig's dir. Ja, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Es sei denn, wir falten ein bisschen. Zuerst schnallst du den Gürtel um deine Taille. Mach ihn so eng, wie es geht. Sobald er sitzt, zieh den Stoff so nach oben. Und jetzt sieht man den Fleck überhaupt nicht mehr. Ziemlich cool, oder? Oh ja, sieht gut aus. Puh. Eine Linie ziehen. Oh, Lineale sind großartig zum Kratzen. Das ist ein ziemlich schönes, gleichschenkliges Dreieck. Oh, und fertig mit Geometrie. Jetzt zusammenpacken. Rein mit dir. Ja, das wird nicht passen. Warte eine Sekunde, ich bin doch clever. Ich packe einfach alles in meine Tasche. Rein mit dir, Lineal. Och Mensch, willst du mich verarschen? Warum willst du denn da nicht reinpassen? Ups. Mensch, Lineal, warum hast du mich dazu gebracht, dir das anzutun? Na warte, vielleicht ist es ja auch eine gute Sache. Nee, passt immer noch nicht. Ah, diese Federtasche, die hasst mich. Okay. Ich glaube, ich bekomme das hin. Ich mache mir ein kleines Papierlineal. Ich habe meinen Stift, ich schraube ihn auf und nehme die Tintenpatrone raus. Das kleine Papierlineal gleitet direkt hinein. Und jetzt die Patrone wieder rein. Ha, besser als vorher. Ich versuch's mal auf einem Zettel. Oh, das funktioniert genau wie ein Lineal. Linien gezeichnet und voilà, ein perfektes Dreieck. Okay, ja, verstanden. Also, wenn ihr nur eins wollt, dann möchte ich Linien unter den Aufgaben sehen. Oh, jetzt kommt meine Zeit zu glänzen. Auspacken und los geht's. Linealstift zur Rettung. Mann, was ist passiert? Oh, überall ist Tinte. Das ist nicht fair. Meine Hand, mein Gesicht. Oh, überall. Gelangweilt? Nun, dann ist es Zeit für die nächste Challenge. Poppy Playtime-Figuren? Ganz einfach für mich, denn ich habe immer noch meinen treuen Pfannkuchenteig. Also gut, zurück zu meiner Teigkunst. Der gelbe Umriss ist fertig, jetzt brauche ich den roten. Auch wenn man nur die Form hat, muss man sie noch umreißen. So füllt man sie einfach aus, genau so, wie ich jetzt. Sonst würde der Teig überall hingehen. Und das wollen wir nicht, denn so entsteht kein Bild. Nur ein großes, buntes Teighaus. Der nächste Schritt, die Augen. Ich beginne mit kleinen schwarzen Punkten. Und dann brauche ich auch noch die grünen Punkte, oben und unten. Sieht toll aus, jetzt muss es noch ein bisschen kochen. Fast wie ein echter Pfannkuchen. Okay, er ist fertig, also Zeit ihn zu wenden. Einfach schnell wenden und gut. Das war's, er ist fertig und bereit. Oh wow, ich finde es toll, wie er aussieht. Und Betty, ich will dem Kellner kein Trinkgeld geben. Was zum... Hey, wach auf! Hm, was? Ich bin wach? Hey, wann hat er denn das gemacht? Weg mit dir, Jeeves, husch! Ich muss es besser machen als Liam. Also gut, der 3D-Stift, wir sind wieder dabei. Jetzt machen wir richtig Kunst. Ich beginne wieder mit einem schwarzen Umriss. Okay, ich bin fertig mit den Augen und fülle sie aus. Jetzt können wir etwas Farbe hinzufügen und dann den Rest ausfüllen. Nun wechsle ich zu lila und dann zu rosa. Etwas Rot und dann ein wenig Weiß drüber geben. Und mein PJ Parkepiller ist komplett. Er ist so süß.
Und hier ist mein Beitrag für diese Challenge. Er ist eindeutig der Beste. Egal, es ist nicht so toll. Banzo Bunny ist ja besser. Ich entscheide mich für Liam. Ja, das stimmt. Sieht so aus, als ob ich wieder der Gewinner bin. Du bist so cool. Hey Luna, du siehst gut aus. Das ist so seltsam. Und echt nervig. Das reicht. Jeden Tag dasselbe mit euch beiden. Wow, beruhig dich. Das bringt mich auf eine Idee. Ich weiß, wie ich heimlich mit Kevin reden kann. Zuerst klebe ich Klebeband auf meinen Notizblock. Das sollte reichen. Dann schneide ich ein Stück Schwamm ab. Etwa in der Größe. Nun gebe ich etwas Kleber auf den Schwamm. Aber nicht zu viel. Dann befestige ich den Schwamm an dem Stift. Und jetzt kommt die Nachricht an Kevin. Hey, gib das mal Kevin bitte. Das ist für dich. Nimm es. Voll gut. Ich muss ihr antworten. Also das nervt mich genauso. Ich verpetz euch jetzt. Das nehme ich. Die Nachricht wische ich schnell weg. Ich freue mich so auf heute Abend. Gib das her. Mist, das müssen Sie sehen. Was ist denn, Cheryl? Die zwei schreiben sich Nachrichten. Aber eben stand sie noch da. Ach, vergeude nicht meine Zeit, Cheryl. Da stand was drauf, ich schwöre. Oh nein, mein Test. Ich will nicht durchfallen. Nein. Also dann bis später. Kann's kaum erwarten. Nehmt das aufgeschlagene Ei und entfernt wie ich das Eigelb. Wir brauchen nur das Eigelb. Ganz einfach, oder? Hey, hä? Sieh dir das an. Oh, das ging ja gar nicht gut. Das macht man so, Emma. Siehst du die Knoblauchzehe? Hm? Reibe damit deine Finger ein. Was macht er da? Jetzt pass gut auf. Aha. Tada! Aber wie? Kochen ist ein großer Schwindel. Das war doch nur ein Kochtrick. Okay, Liam ist der Schüler des Monats. Cool. Oh, mach langsamer. Ja, ich bin der ultimative Champion. Nein! Mein Lollipop! Ups. Warte kurz. Er ist hier runtergerollt, oder? Ich fühle ihn nicht. Was? Was zum... Ups, sorry. Wo ist er? Was ist das? Das ist nicht gut. Da ist ein Lollipop, Liam. Sind ihm etwa Haare gewachsen? Den kann ich nicht mehr essen. Das kannst du wohl laut sagen. Oder etwa doch? Na? Nein, vergiss es. Liam, komm schon. Warte kurz. Ich bin eine schlechte Freundin. Ich habe Lust auf einen Snack. Aber natürlich. Schneide wie ich ein Stück Apfel ab. Tunke ihn in Joghurt. Streue bunte Zuckerstreusel darüber. Warte, bis sie trocken sind und genieße sie. Oh, Liam, ich habe einen Lollipop für dich. Oh. Vergiss, was du gesehen hast. Oh, yay. Iss einen Lollipop mit mir. Der ist viel größer als mein gelber Lutscher. Und saftiger. Gut, dass du gleich mehr gemacht hast. Die sind fantastisch. Die Küche ist einfach mega. Komm her. Gute Idee. Leg los. Genial. Okay, jetzt ist mein Zauberstab dran. Auf die Plätze. Fertig. Boom. Das war toll. Ich sehe ein weißes Kissen. Ganz nach meinem Geschmack.
Was können wir noch Farbe einhauchen? Das wird richtig episch. Yeah! Auch Putzgegenstände können schön sein. Und Puppets auch. Lass mich nachdenken. Regenbogenhut. Cool. Wow. Ich übernehme das nächste. Ich wollte schon immer Regenbogenhaare. Lass uns die Pfannkuchen bunt machen. Ist er kaputt? Lass mich mal. Los. Nichts passiert. Ja, die laufen wohl auf Sparmodus. Hey, ich habe eine Idee. Lass uns meine Filzstifte benutzen. Wir können die Pfannkuchen anmalen. Lieber nicht. Ich habe etwas, das man auch essen kann. Gib Lebensmittelfarbe in den Teig. Sieh dir das strahlende Rot an. Ab in die Pfanne damit. Ich habe einen ganzen Regenbogen. Tada! Wer braucht schon Magie? Hast du das auch? Was ist denn hier los? Hat jemand Frühstück gemacht? So etwas Cooles habe ich ja noch nie gesehen. Ich sollte öfters ausschlafen. Willkommen auf der Party, Leute. Lass uns auf die Gäste warten. Yeah. Willst du Süßigkeiten essen, während wir warten? Nur gelb ist doch langweilig. Die Party hat auch das Motto grün, Emma. Siehst du? Das macht schon mehr Sinn. Du glaubst, grün wäre besser? Gelb kommt in die Mitte. Grün. Ja. Ach ja? Na, warte du. Ich bin bereit für eine Challenge. Bist du dir da ganz sicher? Das ist unfair. Gelb ist doof, Emma. Nein. Sieh nur, was du angerichtet hast. Oh je. Wir müssen nochmal von vorn beginnen. Es sei denn, ich hab's. Willst du die Farben miteinander vermischen? Lass grün als erstes schmelzen. Dann gibst du Schlagsahne hinzu. Ist das vermischt, gießt du es in geneigte Gläser. Füll die Gläser nicht komplett auf. Dann gibst du das Gelb hinzu. Lass sie abkühlen und genieße sie. Juhu! Hat hier jemand Lust auf Süßigkeiten? Zitronen- und Limettengeschmack. Lasst es euch schmecken. Die sind fest. Die muss man rauslöffeln. Ran an die Löffel. Was für eine Party. Ach, ich habe so große Lust auf Brot. Zeit für einen Toast. Während es toastet, schneide ich Butter. Oh, naja. Sind sie fertig? Die sind gut durchgetoastet. Oh, jetzt kommt die Butter drauf. Ich liebe viel Butter. Wieso löst sie sich nicht vom Messer? Hallo? Hör auf zu kleben, okay? Oh, das ist unmöglich. Runter mit dir. Ruhig bleiben. Jetzt geht es dir an den Kragen. Dann mal los. Emma, was ist denn hier los? Jetzt kommt die harte Tour. Und Netz. Okay. Wow, beeindruckend. Sie sind immer noch dran. Nochmal. Noch ein Apfel? Wow. Voll cool. Probier's mit einer Kiwi und Orange. Hat hier jemand Obstsalat bestellt? Wir haben nämlich frisch gemachten Obstsalat für euch. Ah! Eine noch. Hiya! Echt jetzt? Was hat die Butter für ein Problem? Ich habe eine Idee. Wickel die Klinge in Wachspapier ein und die Butter wird nicht mehr festkleben. So kann man die Stücke sofort benutzen. Stelle sie am besten in einen Behälter. Leg sie auf eine Toastscheibe und verteile die Butter. Guten Appetit! Und dann gebt ihr Mehl hinzu. Gibt es noch Fragen? Seid ihr noch wach? Ja, Sir. Okay, passt gut auf.
Seht ihr die? Eure Aufgabe ist es, Sandwiches zuzubereiten. Na los, fangt an. Okay, dann mal los. Halt, was muss ich machen? Ich befolge keine Rezepte. Ich benutze einfach das, was mir gefällt. Hey, Schummeln ist nicht erlaubt. Langweiler. Ich kann bestimmt abschauen. Oh nein, sein Glas. Ich fange es. Ja, hat das jemand gesehen? Ich behalte das Glas einfach. Und vielleicht benutze ich es sogar. Zuerst staple ich die Zutaten übereinander. Und steche sie mit dem Glas aus. Nun kommt der lustige Teil. Tunke es in Ei und Mehl. Noch mehr Mehl. Noch mehr. Und jetzt wird es frittiert. Schaut mal, wie das blubbert. Aufschneiden und das Fleisch mit dem Käse genießen. Einen Tipp gibt es dazu auch. Hey, Herr Lehrer, ich bin fertig. Und die Zeit ist um. Was in Himmelsnamen ist das? Bellissimo, fantastisch. Naja, ich bin eben eine gute Köchin. Bist du noch nicht fertig, Leon? Was? Was? Das nächste Mal kriegst du auch einen. Steht das auch im Rezeptbuch? Interessant. Emma? Hey, sieh mal her. Der ultimative Naschvorrat. Nein, das oder das. Ich denke, wir haben den ganzen Tag Zeit. Marshmallows. Schokolade. Es ist gleich Zeit für das Abendessen. Ich weiß nicht. Weißt du was? Wir nehmen die. Ja? Eigentlich lieber nicht. Ich werde noch verhungern. Oh Gott, halt, so geht das nicht. Aber ich bin hungrig. Wieso nur eins essen, wenn man beides haben kann? Wenn alles in der Schüssel ist, backe es und genieße es mit Crackern. Und dein zuckersüßer Dip ist fertig. So musst du dich nicht mehr entscheiden. Hallo, saftige Ananas. Da schmeckt jeder Bissen wie Sommer. Und noch ein Stück. Liam? Hey, was soll die Sauerei? Das räumst du besser auf. Oh, du machst dir zu viele Gedanken. Ach, hast du eine übrig? Die nehme ich mit. Bis dann. Willst du mit der Frucht kreativ werden? Drücke es bis ganz nach unten. Dann schneidest du die Schale ab. Jetzt hast du das Fruchtfleisch. Nun kannst du die Ananas schneiden. Die perfekten Stücke, oder? Darf ich mich dazusetzen? Wow. So gibt es keine Sauerei mehr. Das ist clever. Deine Variante gefällt mir besser. Okay, dieser Platz sieht sehr gut aus. Ja? Die Bäume, Natur, was wollt ihr noch? Es geht los. Und ab. Ich weiß nicht. Was? Hey, hör auf, hier rüber zu starren. Als ob. Aber gut, ich stell mich hier drüben hin. Was könnte ich malen? Bingo! Er sieht bezaubernd aus. Hoffentlich hat David ihn nicht gesehen. Ich habe ihn zuerst gesehen. Aha. Möge der beste Vogelzeichner gewinnen. Mit ein paar geschickten Kreisen komme ich dem Ziel näher. Du musst nur wissen, wo du die Linie ziehst. Nice, stimmt's? Und mit etwas Farbe kommt er noch besser zur Geltung. Gelb ist eine fröhliche Farbe, oder? Sie ist perfekt für einen fröhlichen Vogel. Und wie wär's mit etwas Grün? So ein friedlicher Farbton. Und auch etwas Blau, um die Augen zu erfreuen. Zuerst die Ränder ausmalen ist ein guter Tipp. Das rundet die Sache gut ab, oder? Fast fertig.
Nur noch ein paar Striche. Und so wird's gemacht, Leute. Ein wahres Meisterwerk. Stimmst du zu? Ja, ich bin zufrieden damit. Was machst du denn? Was denn? Ich brauche eine extra Hand. Du wirst sehen, dass du nicht mehr brauchst als eine Hand. Okay, und ein paar strategisch platzierte Punkte und Striche. Siehst du schon den Vogel? Hab Geduld, gleich wirst du ihn erkennen. Diese Äste werden das Bild vervollständigen. Und hier sind seine niedlichen Füßchen. Und ein paar Blätter. Ich finde, sie machen das Bild friedlicher. Erkennst du jetzt den Vogel? Ich bin ziemlich kreativ, stimmt's? Okay, du wirst es wirklich sehen. Gar nicht mal so schlecht, oder? Wow! Schätze, beide sind ziemlich gut geworden. Lass uns den Lehrer fragen. Echt jetzt? Ich hoffe, der ist okay. Der ist nur eingeschlafen. Hey! Oh! Ihr seid schon fertig, was? Gut gemacht. Und jetzt gebt mir noch 5 Minuten. Alles klar. Du bist so weich und flauschig. Oh, ich will auch mal. Oh, gute Idee. Zeichnet die Katze. Ich hatte gehofft, dass sie das sagen. Nicht so schnell. Wir machen es interessanter. Malt sie mit verbundenen Augen. Was? Ach nein. Hey, es gibt nur eine. Sollen wir die uns teilen? Ich weiß. Wir spielen drum. Der Verlierer bekommt sie. Aha. Du spielst gegen mich? Okay, scheint fair zu sein. Los geht's. Ich hab gewonnen. Juhu! Sei keine gemeine Gewinnerin. Bringen wir es hinter uns. Ich kann nicht sehen ohne Brille. Und ich habe Angst im Dunkeln. Und wo ist der Stift? Ah, hab ihn. Ich hoffe, das geht gut. Wie sieht's aus? Ich sag lieber nichts dazu. Ich fange auch besser an. Hm, wie mache ich das? Hey, was ist das? Die Matheaufgabe könnte mir helfen. Ich hab's. Das ist die Lösung. Wer hätte gedacht, dass Mathe nützlich ist? Los geht's. Zuerst kommt die 5. Und hier drüben 2 Nullen. In die Nullen kommen kurze Linien. Dieser Kreis wird das Katzengesicht. Dann kommt die Nase und die Schnurrhaare und 2 verschlafene Augen. Jetzt zu den Ohren. Dann kommt eine Kurve zur 5. Und dann der Schwanz. Das klappt gut. Die Katze bekommt auch noch Streifen. Ich verteile sie auf ihrem Körper. Jetzt kann ich sie ausmalen. Ich nehme dunkelbraun für die Streifen und ihr Körper wird hellbraun. Das ist ein schöner Kontrast. Oh, sie ist perfekt. Schauen Sie sich die an. Hat sie Ähnlichkeit mit jemandem? Wow, wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich wusste, sie gefällt Ihnen. Wie läuft's denn so? Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Vergiss, was ich gesagt habe. Ist nicht meine beste Arbeit. Wenn man blinzelt, sieht es aus wie eine Katze. Ist das Ihr Ernst? Ich denke, hier gibt es nur eine Gewinnerin. Na los, sagen Sie es. Nun, Lizzie, warte. Ich habe mein Bestes gegeben. Oh, nicht traurig sein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, Sie haben gewonnen und du auch. Soll das ein Scherz sein? Das? Das klappt jedes Mal. Ist nicht lustig. Darauf habe ich mich schon gefreut. Eine heiße Tasse Tee ist immer gut. Oh, fast vergessen. Ich habe noch was Passendes. Ein leckerer Lolli. Sieht der nicht gut aus? Ich denke, den habe ich mir verdient. Was sollen wir damit anfangen? Ich habe keine Idee. Oh, da fällt mir was ein. Ich habe ja auch einen Lolli. Den habe ich mir für später aufgehoben. Aber jetzt wird er gebraucht. Ich lege den hier hin und nutze ihn als Modell. Das perfekte Abbild. Jetzt male ich den blau aus. Der Stiel wird rot. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Mit dem Korrekturstift mache ich die Lichtreflexion. Und mit dem Bleistift den Schatten. So sieht der realistischer aus. Den brauche ich nicht mehr. Hey! Ja? Der ist für Sie. Wirklich? Das ist aber nett. Ich mag Lollis. Ich kann den nicht aufheben.
Der ist wohl glitschig. Was stimmt nicht mit dem? Ha, sie sind drauf reingefallen. Das ist nur eine Zeichnung. Du hast mich ausgetrickst, aber das kann ich auch. Zuerst falte ich ein Papier. Ich mache eine Falz. Dann male ich über die Falz. Das soll wie ein Lolli aussehen. Hier ist der Stiel. Jetzt kommt die Farbe. Die obere Hälfte wird rot. Die untere wird grün. Dann kommen noch einige Details. Ich möchte, dass er gut aussieht. Jetzt öffne ich das Blatt und zeichne eine lange rote Linie. Beide Hälften sollen verbunden werden. Jetzt wechsle ich die Farbe. Ich mache einen Regenbogeneffekt. Genau, was ich wollte. Dann klappe ich das Blatt wieder zu. Das macht Spaß. Ahem, das sollten Sie sich ansehen. Das war's? Puh, bitte. Hey, irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann das Papier nicht anheben. Was ist hier los? Ich weiß. Sie waren das, stimmt's? Was? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Es ist noch nicht vorbei. Ich denke schon. Wow, das sieht toll aus. So clever. Sie können stolz auf sich sein. Und was ist mit dir, Lizzie? Gleich. Ich warte. Geben Sie mir eine Sekunde. Ich bin enttäuscht, Lizzie. Also, Sie haben gewonnen. Ich danke Ihnen. Das war gemein. Okay, ich habe meine Handys. Moment mal. Oh nein, sie sammelt von jedem das Handy ein. Sie wird mir bestimmt mein Handy wegnehmen. Okay, dann muss ich es eben verstecken. In meiner Tasche, einfach überall. Okay, perfekt. So sollte ich an ihr vorbeikommen. Stopp, eins sollte ich besser abgeben, nur für den Fall. Hier ist mein Handy, das brauche ich nicht im Unterricht. Puh, okay, sie hat keinen Verdacht geschöpft. Also dann, heute schreiben wir einen Test. Die Zeit läuft, also fangt besser an. Okay, das erste Handy kommt zum Einsatz. Oh nein, ich hätte es vorher aufladen sollen. Vielleicht habe ich mit diesem Handy mehr Glück. Oh! Was war das für ein Geräusch? War wohl nur Einbildung. Puh, das war echt knapp. Okay, jetzt muss ich mein Handy nur noch aufheben. Nein, jetzt ist der Bildschirm total im Eimer. Na gut, dann hole ich eben noch eins meiner anderen Handys. Endlich, jetzt kann ich beginnen. Was ist denn da hinten los? Er versteckt doch gerade ein Handy in seiner Hand. Ihm werde ich eine Lektion erteilen. Hä? Was ist mit dem Licht passiert? Oh, hey, psst, dein Bildschirm leuchtet. Echt jetzt? Das ist doch ein Witz. Ganz genau. Ich sehe, dass du mit deinem Handy spickst. Du taugenichts. So, endlich habe ich alle Handys einkassiert. Unfassbar, dass du so viele reingeschmuggelt hast. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Hey, was hat sie denn da in ihrer Hand? Wie hat sie das denn geschafft? Das ist echt unfair. Hey, echt beeindruckend. Das hier? Oh, das ist nur Klebeband. Klebeband? Wie clever! Nein, jetzt ist die Zeit um. Mal sehen, was jetzt kommt. Moment mal. Hallo? Aufwachen! Hey! Der ist so saftig. Warte mal, bin gleich wieder da. Den lasse ich mir schmecken. Wo bin ich? Hey! Wow, das hat geklappt. Entschuldigung, bin wohl eingenickt. Das ist eure nächste Challenge. Ich möchte, dass ihr einen Burger malt. Und achtet darauf, dass der lecker aussieht. Wie? Das könnte knifflig werden. Warte, ich habe die Lösung genau hier. Ist doch ganz einfach. Ich lege das Pop-It hier hin. Dann male ich den Rand an. Hier nehme ich Orange. Dann fülle ich noch die Grübchen. Jetzt kommt Grün für den Salat. Das macht Appetit. Und dann drehe ich es um. Und drücke die Grübchen. Das macht Spaß. Mir gefällt diese Challenge. Das ist künstlerischer Spaß. Okay, konzentrier dich. Jetzt hebe ich das Pop-It hoch. Und zurück bleibt ein Burger. Der sieht total lecker aus. Cool, was? Versuchen Sie, das zu übertreffen. Oh, ich gebe dir eine 1 für deinen Einsatz. Immerhin hast du es versucht. Gib mir eine Sekunde. Ah, danach habe ich gesucht. Ich habe Express bestellt. Danke.
Mh, der sieht lecker aus. Aber den esse ich nicht. Noch nicht. Ich male um den Burger herum. Mh, der sieht gut aus. Hey, so sollte das nicht werden. Was habe ich falsch gemacht? Den muss ich haben. Zeit zum Angeln. Hab ihn. Jetzt nur noch einholen. Komm zu Mama. Das sollten Sie sich ansehen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich ziehe Linien durch den Kreis. So teile ich ihn in Abschnitte. Langsam sieht er aus wie ein Burger. Zum Glück habe ich einen echten als Referenz. Zumindest dachte ich das. Ups, haben Sie was verloren? Der war genau hier. Stimmt was nicht? Schon so spät. Zeigt mir eure Zeichnung. Aber mein Burger. Ich hoffe, der gefällt Ihnen. Das ist so ungerecht. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ausgezeichnet, Lizzie. Was ist das? Mehr Glück beim nächsten Mal. Lizzie gewinnt. Das merke ich mir. Nee. Bereit für die nächste Runde? Ein Moment, jemand schreibt mir. Wie bitte? Meine Enkelin. Oh nein, das habe ich vergessen. Ich habe aber keine Zeit. Omi! Oh, da schmilzt mir das Herz. Schön, dich zu sehen, Schatz. Farbe. Nein, Finger weg. Du bist gemein. Ist okay. Da drüben gibt's noch mehr. Oh nein, die nicht. Aber ich will malen. Immer verdirbst du mir den Spaß. Bitte nicht weinen. Hier, nimm diesen Stift. Mit dem kannst du malen. Okay, ich kann's versuchen. Ich weiß doch schon was. Du wirst erstaunt sein. Das ist meine Hand. Gefällt's dir? Wow, wie genial. Das hat mich inspiriert. Los geht's. Ich male um meine Hand herum. Dann zeichne ich zwei horizontale Linien. Jetzt kommen noch einige Details dazu. Das wird eine Überraschung. Jetzt noch ein Schnabel und Flügel. Allmählich nimmt er Gestalt an. Jetzt male ich ihn aus. Rot für den Schnabel. Ich möchte, dass er schön bunt wird. Er soll exotisch aussehen. Fertig. Genau, was ich wollte. Schauen Sie sich den an. Ziemlich gut, oder? Wow! Oma, guck mal. Sie hat das mit ihrer Hand gemacht. Wow, sie ist total begabt. Übertreib mal nicht. Ich werde dich gleich umhauen. Ich lege meine Hand mit ausgestrecktem Daumen aufs Blatt. Dann zeichne ich drumherum. Aber ich lasse auf einer Seite eine Lücke. Da kommt eine Wellenlinie hin. Jetzt male ich ein glückliches Gesicht auf den Daumen. Niedlich. Als nächstes kommen zwei kleine Fühler. Jetzt noch eine Linie entlang des Daumens. Und dann verwandle ich die Hand in ein Blatt. Das ist ziemlich einfach. Jetzt kann ich es ausmalen. Das Blatt wird natürlich grün. Und meine Raupe wird pink. Wow, die sieht hungrig aus. Ihre Zunge wird rot. Und? Beeindruckend, oder? Ist weiter, kleine Raupe. Das ist ziemlich gut, aber mein Vogel ist besser. Na, das werden wir gleich erfahren. Du darfst die Gewinnerin auswählen. Wow, so viel Verantwortung. Ich mag den hübschen Vogel. Hier drüben. Hey Oma, ich habe meine Wahl getroffen. Oh, okay, die Gewinnerin ist ihr beide. Wirklich? Wow, gut gemacht. Das nenne ich mal ein fantastisches Malset. Ich bin total neidisch. Was soll ich denn mit dem anfangen? Vielleicht bekomme ich ja doch noch einen Pinsel. Ich brauche nur Haare. Hoffentlich kriegt Sarah das nicht mit. Das sollte reichen. Ich stecke sie einfach auf den Stiel. Jetzt kann ich malen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Sehr bekannt sogar. Ist das mein Zopf? Meine Haare, was hast du gemacht? Gib mir das. Hä? Ich werde mir noch mehr Haare holen. Hört sofort damit auf. Da hilft nur eins. Nachsetzen. Okay, das hatte ich nicht erwartet. Wo sind wir? Hi, hier kommt eure Kunst-Challenge. Das Rad wird entscheiden, was ihr zeichnet. Eins, zwei, drei, los! Eine Blume? Okay, das ist einfach. Müssen wir das machen? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Moment mal. Die bringt mich auf eine Idee. Ich bin ein Genie. Ich lege meine Ketten auf das Blatt und dann male ich einfach drüber. Da muss nicht so viel Farbe sein, aber verschiedene Farben.
Okay, das sollte reichen. Mit der Pinselspitze ziehe ich die Ketten über das Papier. Die ziehen die Farbe mit. Und so werden sie auch gemischt. Das ist meine Version einer Blume. Ziemlich gut, stimmt's? Wow, ich bin beeindruckt. Jetzt kümmere ich mich wieder um mein Make-up. Das ist meine Chance. Ich muss gut aussehen. Ich muss auf meinen Ruf achten. Ja, das ist toll. Genau den brauche ich. Jetzt kann ich meine Blume erschaffen. Ich tupfe etwas Farbe mit dem Make-up-Pinsel auf. Das gleiche mache ich noch mit Grün. Das sieht schon gut aus. Jetzt noch ein paar Details und fertig. Die sehen schön aus. Den lege ich mal lieber wieder zurück. Was machst du da? Nichts. Gut, dann störe mich nicht bei meinem Make-up. Ich sehe so glamourös aus. Oh, die Zeit ist um. Was sagst du? Beeindruckend, nicht wahr? Meins ist etwas subtiler. Exzellente Arbeit. Sehr interessant, Sarah. Ich wusste, dass es gut ankommt. Das gibt's nicht. Was ist so lustig? Du hast Farbe überall im Gesicht. Meine wunderschöne Haut. Nein, das ist ein Kunstwerk, Sarah. Zeig es der Welt. Beide Arbeiten sind exzellent. Das habt ihr beide gut gemacht. Eure nächste Aufgabe ist, ein Einhorn zu zeichnen. Ja, ich liebe Einhörner. Das sieht aus wie ein Pferd, oder? Ich bin furchtbar im Zeichnen von Tieren. Was? Schau dir das an. So viele Scheine. Die gehören dir, wenn du mir ein Einhorn malst. Sarah, ich bin enttäuscht. Nein, das zeichnest du selbst. Dann eben nicht. Ich werde in dieser Runde versagen. Das scheint mir ein bisschen zu dramatisch. Aber es gibt einen Hack dafür. Ich lege meine Hand flach auf das Blatt und zeichne drumherum. Und jetzt fülle ich sie aus. Es ist so einfach, ein Einhorn zu zeichnen. Jetzt male ich es aus. Pink ist die perfekte Farbe für ein Einhorn. Oh, das ist so süß. Ich male auch das Horn aus. Das geht so schnell. Es ist fertig. Oh, schau mal. Warum bist du so glücklich? Das bringt mich auf eine Idee. Ich kopiere einfach Molly. Aber ich mache ein reiches Einhorn. Das wird das perfekte Horn. Kunst kostet eben Geld. Was sagst du dazu? Im Ernst? Das ist genau wie meins. Nein, meins kostet mehr. Juhu, Frau Lehrerin. Oh, schaut euch das an. Wunderbar. Sehr gut, alle beide. Ich bin eine Künstlerin. Na gut, das lasse ich mal gelten. Ups. Lalala. Wuhu. Oh, ups. Entschuldigt, Klasse. Was haben wir denn dieses Mal? Ein Stern. Fangt an. Was ist das? Malerutensilien? Ach, das kann Molly haben. Was ist das denn? Wow. Heute ist mein Glückstag. Ich lege die Schablone auf mein Blatt. Und hier ist der Pinsel mit verschiedenen Farben. Ich male einfach über die Schablone und bekomme einen coolen Effekt. Jetzt entferne ich die Schablone vorsichtig. Wow, sieht aus wie ein Regenbogen. Das gefällt mir. Das ist das Beste, was du machen kannst? Ich muss mal kurz telefonieren. Hallo? Ich brauche hier Hilfe. Was ist hier los? Einen Stern malen? Einfach. Das ist kein Problem für einen Profi wie mich. Schaut her und lernt. Etwas mehr Herausforderung wäre schöner, aber was soll's. Und ich bin fertig. Man darf applaudieren. Ich weiß, ich bin talentiert. Oh, ihr seid schon fertig? Oh, meine Güte, du bist ein wahres Kunstwerk. Du bist meine Muse. Oh, du. Ich möchte dich jeden Tag malen. Soll ich gehen? Solch eine Schönheit habe ich noch nie gesehen. Das ist für dich. Du bist so romantisch. Ich fühle mich so inspiriert, wenn ich bei dir bin. Lass uns gehen. Hey, komm zurück. Mein Bild. Oh. Das ist fantastisch. Ich glaube, ich habe die Lehrerin gut getroffen. Eine Sache fehlt noch. Und zwar Farbe. Ich mache die auf den Schwamm. Muss aber nicht viel sein. Und ich nehme verschiedene Farben. Jetzt drehe ich den auf die Seite. Alles bereit? Oh, da kommt sie. Guten Morgen, Klasse. Fangen wir an.
Hä? Soll das ein Scherz sein? Wer war das? Na los, gib dich zu erkennen. Schätze, wir werden es nie erfahren. Sieht aus wie die Direktorin, aber das muss weg. Was? Ich verstehe nicht. Ich nehme an, Sie finden das lustig. Nein, ich war das nicht. Das war Lizzie. Ich? Wie können Sie es wagen? Ich war's nicht. Also, einer von euch war es. Gut, mir bleibt nur eins übrig. Bitte nicht feuern. Hey, was ist hier los? Wo sind wir? Das sieht lustig aus. Es wird Zeit für eine Mal-Challenge. Das wird ganz einfach. Ich dachte schon, ich kam zu spät. Hier ist mein Test. Schätze, Sie werden angenehm überrascht sein. Ich denke, du bist im falschen Video. Aber wenn du schon mal hier bist, schauen wir mal. Okay, soweit so gut. Ich bin voll nervös. Interessant. Ist das U gut oder schlecht? Die sind für Sie. Oh, das ist aber nett. Weißt du, ich bin in Gönnerlaune. Das ist deine Note. Ausgezeichnete Arbeit. Weiter so. Eine 1 plus. Wow. Die sind für Sie. Hä? So war das aber nicht gemeint. Und die nehme ich. Man sieht sich. Manchmal hasse ich meinen Job. Das hat sie nicht erwartet, was? Was für eine Wendung. Warte mal. Die Blumen haben mich auf eine Idee gebracht. Ich bestreiche die Gabel mit Farbe. Dann presse ich sie aufs Blatt. Das mache ich auch mit anderen Farben. Ich verteile sie auf dem Blatt. Aber es gibt noch mehr zu tun. Jetzt nehme ich einen Pinsel und male den unteren Bereich grün an. Dann kommen die Stiele. Das mache ich auch mit den anderen. Als nächstes kommen die Blätter. Es spielt keine Rolle, ob die Farbe verblasst. Das verstärkt nur den Effekt. Jetzt kommt noch Gras dazu. Und das war's. Ich bin zufrieden damit. Jetzt liegt es an Ihnen. Oh, sieht gut aus. Was? Ich muss mir was einfallen lassen. Was habe ich in meiner Tasche? Nicht viel. Was soll ich damit anfangen? Ich werde verlieren. Außer, ich hab's. Ich stecke die Murmel in den Ballon. Dann mache ich ein Gummi drum. Jetzt stülpe ich den Ballon um. Genau so. Den muss ich noch aufblasen. Muss aber nicht viel sein. Reicht schon. Ich tauche den jetzt in Farbe. Die Unterseite soll bedeckt sein und dann drücke ich den aufs Blatt. Der hinterlässt dann einen Abdruck. Ich mache das noch ein paar Mal. Sieht schon hübsch aus. Das ist der letzte. Jetzt brauche ich Gelb. Damit male ich die Mitte aus. Und dann brauche ich Grün, um die Stiele zu malen. Jetzt kommen noch Blätter ran. Wow, gefällt mir. Solche Blumen würde ich gerne geschenkt bekommen. Ich bin fertig. Was sagen Sie dazu? Nicht mehr ganz so zuversichtlich, was? Das entscheiden nicht wir. Sie haben keine Chance. Puh, damit bin ich fertig. Ach, die muss ich auch benoten. Ist okay, Lizzie. Weiter so. Okay, das ist kreativ. Das ist schwierig. Unentschieden. Das finde ich gut. Mal sehen, was jetzt kommt. Moment mal. Hallo? Aufwachen! Hey! Der ist so saftig. Warte mal. Bin gleich wieder da. Den lasse ich mir schmecken. Wo bin ich? Hey! Wow, das hat geklappt. Entschuldigung, bin wohl eingenickt. Das ist eure nächste Challenge. Ich möchte, dass ihr einen Burger malt. Und achtet darauf, dass der lecker aussieht. Wie? Das könnte knifflig werden. Warte, ich habe die Lösung genau hier. Ist doch ganz einfach. Ich lege das Pop-It hier hin. Dann male ich den Rand an. Hier nehme ich Orange. Dann fülle ich noch die Grübchen. Jetzt kommt Grün für den Salat. Das macht Appetit. Und dann drehe ich es um. Und drücke die Grübchen. Das macht Spaß. Mir gefällt diese Challenge. Das ist künstlerischer Spaß. Okay, konzentrier dich. Jetzt hebe ich das Pop-It hoch. Und zurück bleibt dein Burger. Der sieht total lecker aus. Cool, was? Versuchen Sie, das zu übertreffen. Oh, ich gebe dir eine 1 für deinen Einsatz. Immerhin hast du es versucht. Gib mir eine Sekunde. Ah, danach habe ich gesucht. Ich habe Express bestellt. Danke. Der sieht lecker aus. Aber den esse ich nicht. Noch nicht. Ich male um den Burger herum. Der sieht gut aus. Hey. So sollte das nicht werden. Was habe ich falsch gemacht?
Den muss ich haben. Zeit zum Angeln. Hab ihn. Jetzt nur noch einholen. Komm zu Mama. Das sollten Sie sich ansehen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich ziehe Linien durch den Kreis. So teile ich ihn in Abschnitte. Langsam sieht er aus wie ein Burger. Zum Glück habe ich einen echten als Referenz. Zumindest dachte ich das. Ups, haben Sie was verloren? Der war genau hier. Stimmt was nicht? Schon so spät? Zeigt mir eure Zeichnung. Aber mein Burger. Ich hoffe, der gefällt Ihnen. Das ist so ungerecht. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ausgezeichnet, Lizzie. Was ist das? Mehr Glück beim nächsten Mal. Lizzie gewinnt. Das merke ich mir. Nee, nee. Bereit für die nächste Runde? Ein Moment, jemand schreibt mir. Wie bitte? Meine Enkelin. Oh nein, das habe ich vergessen. Ich habe aber keine Zeit. Omi! Oh, da schmilzt mir das Herz. Schön, dich zu sehen, Schatz. Farbe. Nein, Finger weg. Du bist gemein. Ist okay. Da drüben gibt's noch mehr. Oh nein, die nicht. Aber ich will malen. Immer verdirbst du mir den Spaß. Bitte nicht weinen. Hier, nimm diesen Stift. Mit dem kannst du malen. Okay, ich kann's versuchen. Ich weiß auch schon was. Du wirst erstaunt sein. Das ist meine Hand. Gefällt's dir? Wow, wie genial. Das hat mich inspiriert. Los geht's. Ich male um meine Hand herum. Dann zeichne ich zwei horizontale Linien. Jetzt kommen noch einige Details dazu. Das wird eine Überraschung. Jetzt noch ein Schnabel und Flügel. Allmählich nimmt er Gestalt an. Jetzt male ich ihn aus. Rot für den Schnabel. Ich möchte, dass er schön bunt wird. Er soll exotisch aussehen. Fertig. Genau, was ich wollte. Schauen Sie sich den an. Ziemlich gut, oder? Wow! Oma, guck mal. Sie hat das mit ihrer Hand gemacht. Wow, sie ist total begabt. Übertreib mal nicht. Ich werde dich gleich umhauen. Ich lege meine Hand mit ausgestrecktem Daumen aufs Blatt. Dann zeichne ich drumherum. Aber ich lasse auf einer Seite eine Lücke. Da kommt eine Wellenlinie hin. Jetzt male ich ein glückliches Gesicht auf den Daumen. Niedlich. Als nächstes kommen zwei kleine Fühler. Jetzt noch eine Linie entlang des Daumens. Und dann verwandle ich die Hand in ein Blatt. Das ist ziemlich einfach. Jetzt kann ich es ausmalen. Das Blatt wird natürlich grün. Und meine Raupe wird pink. Wow, die sieht hungrig aus. Ihre Zunge wird rot. Und? Beeindruckend, oder? Ist weiter, kleine Raupe. Das ist ziemlich gut, aber mein Vogel ist besser. Na, das werden wir gleich erfahren. Du darfst die Gewinnerin auswählen. Wow, so viel Verantwortung. Ich mag den hübschen Vogel. Hier drüben. Hey Oma, ich habe meine Wahl getroffen. Oh, okay, die Gewinnerin ist ihr beide. Wirklich? Wow, gut gemacht. Du bist so weich und flauschig. Oh, ich will auch mal. Oh, gute Idee. Zeichnet die Katze. Ich hatte gehofft, dass sie das sagen. Nicht so schnell. Wir machen es interessanter. Malt sie mit verbundenen Augen. Was? Ach nein. Hey, es gibt nur eine. Sollen wir die uns teilen? Ich weiß. Wir spielen drum. Der Verlierer bekommt sie. Aha. Du spielst gegen mich? Okay, scheint fair zu sein. Los geht's. Ich hab gewonnen. Juhu. Sei keine gemeine Gewinnerin. Bringen wir es hinter uns. Ich kann nicht sehen ohne Brille. Und ich habe Angst im Dunkeln. Und wo ist der Stift? Ah, hab ihn. Ich hoffe, das geht gut. Wie sieht's aus? Ich sag lieber nichts dazu. Ich fange auch besser an. Wie mache ich das? Hey, was ist das? Die Matheaufgabe könnte mir helfen. Ich hab's. Das ist die Lösung. Wer hätte gedacht, dass Mathe nützlich ist? Los geht's. Zuerst kommt die 5. Und hier drüben zwei Nullen. In die Nullen kommen kurze Linien. Dieser Kreis wird das Katzengesicht. Dann kommt die Nase und die Schnurrhaare und zwei verschlafene Augen. Jetzt zu den Ohren. Dann kommt eine Kurve zur 5. Und dann der Schwanz. Das klappt gut. Die Katze bekommt auch noch Streifen. Ich verteile sie auf ihrem Körper.
Jetzt kann ich sie ausmalen. Ich nehme dunkelbraun für die Streifen und ihr Körper wird hellbraun. Das ist ein schöner Kontrast. Oh, sie ist perfekt. Schauen Sie sich die an. Hat sie Ähnlichkeit mit jemandem? Wow, wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich wusste, sie gefällt Ihnen. Wie läuft's denn so? Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Vergiss, was ich gesagt habe. Ist nicht meine beste Arbeit. Wenn man blinzelt, sieht es aus wie eine Katze. Ist das Ihr Ernst? Ich denke, hier gibt es nur eine Gewinnerin. Na los, sagen Sie es. Nun, Lizzie, warte. Ich habe mein Bestes gegeben. Oh, nicht traurig sein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, Sie haben gewonnen und du auch. Soll das ein Scherz sein? Das? Das klappt jedes Mal. Ist nicht lustig. Darauf habe ich mich schon gefreut. Eine heiße Tasse Tee ist immer gut. Oh, fast vergessen. Ich habe noch was Passendes. Ein leckerer Lolli. Sieht der nicht gut aus? Ich denke, den habe ich mir verdient. Was sollen wir damit anfangen? Ich habe keine Idee. Oh, da fällt mir was ein. Ich habe ja auch einen Lolli. Den habe ich mir für später aufgehoben. Aber jetzt wird er gebraucht. Ich lege den hier hin und nutze ihn als Modell. Das perfekte Abbild. Jetzt male ich den blau aus. Der Stiel wird rot. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Mit dem Korrekturstift mache ich die Lichtreflexion. Und mit dem Bleistift den Schatten. So sieht er realistischer aus. Den brauche ich nicht mehr. Hey! Ja? Der ist für Sie. Wirklich? Das ist aber nett. Ich mag Lollis. Hä? Ich kann den nicht aufheben. Der ist wohl glitschig. Was stimmt nicht mit dem? Ha, Sie sind drauf reingefallen. Das ist nur eine Zeichnung. Du hast mich ausgetrickst, aber das kann ich auch. Zuerst falte ich ein Papier. Ich mache eine Falz. Dann male ich über die Falz. Das soll wie ein Lolli aussehen. Hier ist der Stiel. Jetzt kommt die Farbe. Die obere Hälfte wird rot. Die untere wird grün. Dann kommen noch einige Details. Ich möchte, dass er gut aussieht. Jetzt öffne ich das Blatt und zeichne eine lange rote Linie. Beide Hälften sollen verbunden werden. Jetzt wechsle ich die Farbe. Ich mache einen Regenbogeneffekt. Genau, was ich wollte. Dann klappe ich das Blatt wieder zu. Das macht Spaß. Ahem, das sollten Sie sich ansehen. Das war's? Puh, bitte. Hey, irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann das Papier nicht anheben. Was ist hier los? Ich weiß. Sie waren das, stimmt's? Was? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Es ist noch nicht vorbei. Ich denke schon. Wow, das sieht toll aus. So clever. Sie können stolz auf sich sein. Und was ist mit dir, Lizzie? Gleich. Ich warte. Geben Sie mir eine Sekunde. Ich bin enttäuscht, Lizzie. Also, Sie haben gewonnen. Ich danke Ihnen. Das war gemein. Ich langweile mich zu Tode. Ich könnte einen kleinen Zuckerschub vertragen. Rein damit. Oh, Gabby. Muss ich es wirklich noch sagen? Keine Getränke, hä? Woher sollte ich das wissen? Hier gibt es eine Menge Regeln. Die nehme ich. Das Zeug ist sowieso schlecht für dich. Und ich habe langsam genug von Kaffee. Das ist so ungerecht. Miss? Hey! Ich komme schon. Lass uns reden. Das wird sie mir büßen. Ich kann auch ein bisschen Spaß haben. Sie wird sich wünschen, sie hätte die weggeworfen. Becher Nummer 1, unten ohne Baby. Sie liebt Cola? Dann bekommt sie sie auch. Zumindest wird sie das denken. Noch ein Stück Folie. Und schon kann der Deckel drauf. Aber ich muss das abschneiden. Sie wird nicht merken, dass es da ist. Ich beeile mich besser.
Jetzt nicht mehr bewegen. Das wird perfekt. Sehr gut gemacht. Dieser Mann ist wirklich ein Genie. So wie ich. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Hm? Seltsam. Wo ist die Limo? Es geht los. Hä? Ah, nein, mein Rock. Wie? Warum? Schau mich nicht so an. Okay, ich bin hier. Toll. Das sind ungefähr 100 Blätter. Ich habe noch viel zu tun. Ich habe hier den Kaffee, Frau Lehrerin. Zweimal Sahne, einmal Zucker. Ist das nicht süß? Du weißt, dass ich Kaffee liebe. Hier. Er bekommt nur ein Blatt? Was soll's? Was geht, Mädchen? Du Lügner, das ist nicht fair. Du gehst unter, nimm das. Mann, das tat gut. Hey, ein Mädchen darf noch träumen, oder? Aber ein bisschen werde ich mich wohl rächen dürfen. Aber ich lasse meine Wut an ihr aus. Oh. Hallo, wie geht's dir? Es ist soweit. Sie liebt ihren Kaffee, was? Muss aufpassen, dass er leer ist. Naja, fast leer. Sie wird sowas von ausrasten. Das müsste reichen. Noch die Beweise loswerden. Und weg. Phew. Hey, schau mal. Du bist so lustig. Tschüss. Mein Kaffee. Wie konnte das passieren? Heiz. Was für eine Sauerei. Das ist kein Kaffee. Was? Was? Das war ich nicht. Das ist nicht meins. Hab dich. Mir gefällt Nachsitzen heute irgendwie. Komm schon, Rucksack, bleib nicht zurück. Unglaublich, dass mir meine Sachen einfach so runtergefallen sind. Was zum... Oh mein Gott, wieso schwebt dieser Rucksack? Gut gemacht, Rucksack, du hast gut durchgehalten. Oh. Zeit für einen Snack. Ich mag die gar nicht. Wow, was soll das denn? Vielleicht stillt der Apfel meinen Appetit. Er schmeckt ganz schön mehlig. Au, schon wieder. Was soll das? Ich sitze hier. Ich hab Durst. Na toll, mein Wasser ist auch schon alle. Diesmal habe ich den Müll abgefangen. Wow, du hast ja einen coolen Rucksack. Der ist viel cooler als meiner. Hey, können wir ein Selfie mit dem Rucksack machen? Na klar, los geht's. Wow. Was für einen coolen Rucksack hat denn diese Schülerin? Ich will bei den Selfies dabei sein. Das ist der perfekte Rucksack für die Schule. Sehr gut. Oh, wie kann das alles denn sein? Warte mal, die Plastikflasche bringt mich auf eine tolle Idee. Jetzt wird's Zeit zum Basteln. Ich habe diesen Reißverschluss hier und diese Plastikflasche. Der Reißverschluss kommt einfach um die Wasserflasche. So, ich habe den Reißverschluss aufgemacht und schneide die Flasche auf. Tada! Aus der Flasche wurde eine Federtasche. Die habe ich noch silber angemalt und unten kommen coole Flammen dran. Das ist jetzt eine Rakete. Ich schiebe noch Zeichenkarton rein für mehr Stabilität. Und dann kommen da meine Stifte hinein. Und natürlich auch meine Snacks. Schokoriegel müssen immerhin sein. Nun mache ich den Reißverschluss zu und fertig. Wird Zeit, meine Raketen vorzuführen. Mein Rucksack sieht viel cooler aus. Und ich kann Snacks essen, wann immer ich will. Meine kleinen Raketen erfüllen ihren Zweck, so wie ich es wollte. Mir gefällt auch sehr, dass... Wow, sorry, ich muss los. Hey, zeig mal deinen Rucksack. Sind das Raketenflammen? Wahnsinn. Wie cool, du teilst doch deine Snacks, oder? Das ist voll toll.
Mann, so viel Aufmerksamkeit wollte ich gar nicht. Ich hasse das. Nein, 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 ich bin hier fertig. Aus dem Weg. Was zum Geier? Bis später, Schule. Wie krass, wo ist sie denn hin? Ins All geflogen oder was? Wow, das war definitiv der beste Rucksack, den ich je gesehen habe. Vielleicht kann meiner das ja auch. Rucksack fliegt mich ins All. Hier oben ist alles so friedlich und ruhig. Das gefällt mir total. Zu viele Bäume in diesem Wald. Oh, wie spät ist es? Oh mein Gott. Mal sehen, sind alle bereit, mit dem Unterricht zu beginnen? Ah, so sieht es nicht aus. Okay, Zeit damit anzufangen. Ich habe hier Zirkel, die ihr benutzen müsst. Sie müssen einen Kreis zeichnen, der zu den Kreisen auf der Tafel passt. Okay, kommt her und nimmt einen. Fangt an zu arbeiten. Oh Mann, ich kann nicht glauben, dass wir jetzt Klassenarbeiten machen müssen. Jeder nimmt einfach einen und tut, was ich gesagt habe. Hey, Moment mal. Es gibt keins für mich. Hä? Was zum Teufel? Sie ist wieder eingeschlafen? Was soll ich jetzt tun? Das ist das Schlimmste. Wie werde ich das lösen? Wie soll ich denn jetzt einen Kreis zeichnen? Alles, was ich habe, ist dieses Lineal. Ich verstehe das nicht. Wie funktioniert das? Dieses dumme Ding funktioniert überhaupt nicht. Ich kann damit keinen Kreis zeichnen. Was zum Teufel? Jake hat einen und er weiß überhaupt nicht, was er tut. Das ist so frustrierend. Es ist so schwer zu benutzen. Ich hasse das. Wow, sie hat auch Probleme. Hey, ich weiß, was zu tun ist. Ich öffne es einfach und los geht's. Geschafft. Vielleicht kann ich mit diesem Lineal etwas anfangen. Vielleicht kann ich es einfach damit verfolgen. Oh nö, das hat überhaupt nicht funktioniert. Vielleicht kann ich es auch ohne Lineal zeichnen. Oh, das funktioniert nicht. Komm schon, Lineal. Ich brauche deine Hilfe. Hä? Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ich markiere alle 2 Zentimeter auf diesem Lineal bis zum Ende. Gut, jetzt stanze ich ein kleines Loch durch jeden dieser Punkte. Perfekt, ich bin bereit, dies zu versuchen. Ich lege das Lineal hin und stecke dann einen Bleistift in das mittlere Loch. Und es ist Zeit, es zu drehen. Ich springe über meinen Arm und beende die Zeichnung. Fertig, es hat total funktioniert. Oh mein Gott, du hast einen perfekten Kreis gezeichnet. Warte, sie haben mir jetzt einen Zirkel gebracht? Sehr rechtzeitig. Oh Mann, die Antwort war schon wieder falsch. Okay, dieses Mal mache ich es besser. Oh nein, wieder falsch. Heute ist einfach nicht mein Tag. Okay, konzentriere dich und rechne von vorne. Nein, schon wieder falsch. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Was? So viel Müll und keine richtige Antwort? Wieso ist er so gut in Mathe? Vielleicht kann er mir helfen. Ich? Dir helfen? Vergiss es, Loser, und zieh Leine. Oh, besser nicht. Er würde sich nur über mich lustig machen. Was ist nur los? Ich bin schon voll am Schwitzen. Hm? Hey, was ist los? Gar nichts. Was? Er ist schon fast mit dem ganzen Test fertig? Okay, ich muss ihn einfach nach Hilfe fragen. Dir helfen? Klar, wieso nicht? Ich helfe gerne. Komm, ich zeig dir einen Rechentrick. Male ein Rechteck um die Zahlen und multipliziere sie. Dasselbe machst du mit der ersten Reihe. Dann hast du die Lösung. Dann nimmst du die erste Reihe und addierst sie. Das Ergebnis kommt in die Mitte. Und das ist der ganze Trick. Hier bitte. Vielen Dank. Du bist ein Gentleman und ein Genie. Endlich kann ich den Test hinter mich bringen. Oh mein Gott, wow! Schau dir die mal an! Hä? Oh, hi Mindy! Diese Schuhe sind so süß! Du musst mir sagen, wo du sie her hast, ja? Komm, ich helfe dir! Wow, fast vergessen! Was hältst du von meinen Schuhen? Wow, die sind mega schön! Bin total neidisch! Oh, du bist so lieb! Die passen super zu dem Oberteil! Hey Mädels! Dieser Farbton ist richtig geil. Was ist los? Sind das deine Schuhe? Ein bisschen langweilig, oder? Die sind voll peinlich. Wer trägt denn sowas noch? Ja, ich weiß. Ich mag die. Die passen zu all meinen Klamotten. Ach, mir egal. Was war das? Oh, ich glaube, ich bin auf was draufgetreten. Oh, das war der Stift. Den kann ich nicht gebrauchen. Oder doch? Euch werde ich's zeigen. Ich brauche noch mehr Stifte. Mit denen werde ich meine Schuhe upgraden. Dazu trage ich Kleber auf den Stift auf. Einmal komplett der Länge nach. Dann klebe ich ihn an meinen Absatz.
Und das mache ich auch noch mit den anderen Stiften. Ich will den gesamten Absatz bekleben. Ich nehme längere Stifte, wenn ich rumgehe. Das ist der letzte. Wow, das ist so schön bunt geworden. Und nur noch etwas Farbe für den Schuh. Und das gleiche mache ich mit dem anderen Schuh. Wer muss schon neue Schuhe kaufen? Oh, ich kann es kaum erwarten, die zu tragen. Und los! Ich gehe später noch shoppen. Kommst du mit? Oh mein Gott! Schau dir nur diese Schuhe an! Na, was sagt ihr dazu, Mädels? Sieht gut aus, oder? Mach den Mund zu, es zieht. Wow! Like und abonniere für mehr tolle Videos. Ich frag mich, was das ist. Ich bin so aufgeregt. Bisher bin ich aber ziemlich enttäuscht. Ja, genau, oder? Was ist das für ein Geräusch? Überraschung? Immer noch nichts. Hallo, wir warten. Wow, das war ziemlich cool. Wow, sollen wir es aufmachen? Naja, das gehört mir. Hey, gib her, das war meine Idee. Finger weg. Du bist voll gemein, Chris. Uhu, Seifenblasen. Ist mir doch egal. Aber die sind schon schön. Darf ich mal? Nein. Oh, bitte. Das macht voll Spaß. Hey, guck mal da. Das bringt mich auf eine Idee. Das wird richtig gut. Nimm dir eine Leinwand. Streiche dann Farbe mit einer Rolle drauf. Die gesamte Leinwand muss bedeckt sein. Und nun nimm dir einen Kaffeebecher und tunke ihn in weiße Farbe. Und presse ihn auf die Leinwand. Sei dabei so kreativ, wie du willst. Und nun male bunte Spiegelungen in die Kreise. Nimm ruhig verschiedene Farben, damit es realistischer aussieht. Wir versuchen hier, das Licht in den Seifenblasen festzuhalten. Sieht echt gut aus. Und nun noch ein paar finale Details. Das ist so mega geworden. Ich bin eine wahre Künstlerin. Hey Chris, ich habe jetzt meine eigenen Seifenblasen. Was? Na, neidisch? Kann ich das mal haben? Lass uns tauschen. Gib her. Wow. Hä? Wo ist denn die Seife? Das Ding ist leer. Wie unfair. Oh, hab wohl vergessen zu erwähnen, dass ich's leer gemacht habe. Das ist nicht lustig. Okay, ich muss gleich zum Unterricht. Wow, das ist so cool. Welche Frisur wollen wir nehmen? Nee, grün nicht. Ich denke, ich weiß. Wir nehmen Nummer 3. Oh, was ist das denn? Lass los, das ist meins. Ich will das sehen. Wow! Was ist passiert? Da seid ihr ja. Endlich. Willkommen zur Kunst-Challenge. Wir fangen besser gleich an. Als erstes kommt Trommelwirbel bitte. Ein Regenbogen. Cool, ich liebe Regenbögen. Bringen wir es einfach hinter uns. Ich brauche etwas aus meiner Tasche. Dann schaue ich auch mal nach. Was habe ich eigentlich? Das ist deine Tasche? Aha, das brauche ich für mein Bild. Hey, cool, dass ich die noch hab. Riecht noch frisch. Willst du mich verarschen? Ich kotz gleich. Ach, ich mach doch nur Quatsch. Ich brauche einen Stift. Ein mit Diamanten besetzter Stift natürlich. Ugh, wo kommt das denn her? Das bringt mich auf eine Idee. Hey, Kendall! Nimm das weg von mir. Oh, so eklig. Okay, ich falte zuerst das Blatt. Dann stelle ich die Stiftdose drauf, um einen Kreis zu zeichnen. Da male ich ein Gesicht rein. Ich fange mit den Augen an. Der Mund beginnt an der Falz. So ein schönes Lächeln. Jetzt öffne ich das Blatt. Ich benutze mein Geld als Lineal, um beide Gesichtshälften zu verbinden. Und jetzt kommt Farbe ins Spiel. Es soll so leuchtend wie möglich werden. Ich male den Regenbogen direkt in den Mund. Jetzt kann ich das Blatt wieder umklappen. Das sieht toll aus. Guck dir das an. Ziemlich cool, was? Wow. Mir fällt die Kinnlade runter. Britney hat ja noch nicht mal angefangen. Ich muss hier doch was haben. Oh hey, ich habe meine alte Kreide gefunden. Die kann ich jetzt gut gebrauchen. Und ich brauche meinen lieben Hammer. Ich mache noch schnell eine Schmetterlingsschablone. Die lege ich auf das schwarze Blatt. Jetzt kommt die Kreide drauf. Und dann wird gehämmert. Oh ja, das macht Spaß. Das wirkt sogar richtig entspannend. Jetzt kann ich die Schablone runternehmen. Und ich habe einen schönen Schmetterling. Ausgezeichnete Arbeit, Mädels. Ich weiß.
Es ist eine schwierige Entscheidung, aber Britney gewinnt. Wirklich? Wow, danke. Ugh, das ist doch unfair. Hey, sei nicht sauer. Ich mag deine Zeichnung. Hey, Romantik liegt in der Luft. Hier kommt eure nächste Challenge. Es ist das Herz der Liebe. Und als Inspiration habe ich einen besonderen Gast. Schaut mal da drüben. Hallo, meine Damen. Ich zeige euch meinen glühenden Blick. Gut, dass ich an die Windmaschine gedacht habe. Oh, er ist süß. Hey, ich habe ihn zuerst gesehen. Nein. Diese Runde muss ich gewinnen. Dafür muss ich mir was Besonderes einfallen lassen. Gib mir die Herzen. Ich will mehr. Ich mach so schnell ich kann. Ich bin nicht gut unter Druck. Hier, bitte sehr. Genau, was ich brauche. Brian ist zum Verlieben. Mua, wir wären ein so glückliches Paar. Okay, los geht's. Ich fange mit einer romantischen Nachricht an. Das sagt genau, was ich fühle. Jetzt gehe ich mit einem goldenen Stift drumherum. Ich male noch ein paar Sterne drauf. Auf den anderen Herzen stehen andere Nachrichten. Ich glaube, ich nehme das hier. Ich falte die Seiten um und drücke sie an, um eine Falz zu machen. Jetzt falte ich den oberen Teil um. So entsteht ein kleiner Umschlag. Mit einem Aufkleber versiegle ich den. Ich stecke den zu den anderen. Jetzt habe ich eine kleine Sammlung von Liebesbriefen. Eine der süßesten Schlüsselanhänger. Wow, das ist ziemlich gut. Ist schwieriger, als ich dachte. Mir fällt nicht mal was Richtiges ein. Na gut, ich fange einfach an. Ich male ein Herz. Aber kein gewöhnliches Liebesherz. Es ist anders, aber es wird gut aussehen. Hallo ihr. Mir gefällt dein Landstreicher-Look und deine Zeichnung bezaubernd. Eine Rose für eine Rose. Wow, was für ein Gentleman. Und was ist das? Ist das für mich? Schön und talentiert. Was für eine Kombination. Ich habe auch etwas für dich. Oh, sei still, mein Herz. Ja, diese Reaktion kenne ich schon. Hast du auch etwas für mich? Ruhe, das ist meine Zeit. Das ist ja praktisch. Na, kleiner Spaß, eure nächste Challenge ist ein Pinsel. Wo ist Britney? Woher soll ich das wissen? Na egal, fangen wir ohne sie an. Leg los. Das sollte einfach sein. Hallo, ich möchte bestellen. Was für ein toller Service. Ich liebe shoppen. Das ist mein Lieblingshobby. Okay, dann hole ich den mal raus. Wie hat der da überhaupt reingepasst? Ugh, schwer ist der auch noch. Aber er ist perfekt. Die Schachtel kann weg. Sorry, bin zu spät. Oh mein Gott, ist das Klopapier? Hä? Wovon redest du? Oh ja, ups. Das war ja peinlich. Und was habe ich verpasst? Warte, ich muss noch was erledigen. Bitte hör auf damit. Oh ja, das fühlt sich gut an. Oh, den kann ich gebrauchen. Ich brauche keinen Pinsel. Ich breche den in zwei Hälften. Und dann rolle ich den in Klopapier ein. Das muss schön eng anliegen. Jetzt wirklich grünes Plastik drum. Genau so. Dann brauche ich einen Aufkleber. Der soll das fixieren. Sieht gut aus. Ich stecke den dann ins durchsichtige Rohr. Ich glaube, ich bin fertig. Ich tauche das erste Stäbchen in rosa Farbe. Passend zum Kunststoff. Und dann male ich damit auf dem Blatt. Wenn ich mit der Farbe fertig bin, tausche ich das Stäbchen. Jetzt kommt Blau. Die Watte soll sich schön mit Farbe aufsaugen. Und dann kann ich weitermalen. Was zum? So ist es also, ja? Dann schau dir das an. Ich habe große Pläne. Und ich werde ein Meisterwerk erschaffen. Ich bin fertig. Was? Warum hast du das gemacht? Du hast verloren. Hey, der Pinsel ist mir nur ausgerutscht. Sorry, muss auf meinen Kaliumspiegel achten. Das ist die nächste Challenge. Die ganze Arbeit macht mich hungrig. Bring mir was zu essen. Das ist gut. Das sieht alles sehr lecker aus. Was probiere ich zuerst? Wow, das sieht gut aus. Ich will auch was. Nimm deine schmutzigen Finger weg. Ich will nicht, dass du mein Essen anfasst. Ach komm schon, du schaffst das doch nicht alles. Gut, ich gebe dir ein Ei. Fang. Wow, vorsichtig. Nicht fallen lassen. Puh, das war knapp. Danke. Ich schlage das Ei bei einer Schüssel auf. Ich will nämlich das Eigelb trennen. Das kommt in eine andere Schüssel. Mit meinen Fingern mache ich es kaputt. Fühlt sich so schleimig an. Jetzt gebe ich etwas Öl dazu. Noch ein bisschen mehr.
Und dann umrühren. Jetzt ziehe ich die Spritze mit der Mischung auf. Dadurch wird der folgende Schritt einfacher und keine Schweinerei. Ich gebe die Eiermischung zum Farbpulver, aber nicht viel. Nur ein paar Tropfen. Mit einem Pinsel vermische ich das Ei und die Farbe. Das sieht gut aus. Jetzt zerdrücke ich die Eierschale etwas. Ich will kleine Stücke haben. Ich nehme dieses Stück Schale und male es blau an. Mir gefällt die Farbe. Ich habe eine Vase gezeichnet und auf die klebe ich die Schale. Dann kommen noch Blumen dazu. Jetzt kriege ich wirklich nichts mehr runter. Warte, vielleicht habe ich zu viel gegessen. Wow. Ups, das war ich. Besser oben als unten. Ich will kein Essen verschwenden. Vielleicht kann ich mit dem was anfangen. Ich habe die Leinwand blau angemalt. Und jetzt benutze ich den Brokkoli als Pinsel. Ich tupfe Farbe auf die Leinwand. Ich nehme verschiedene Farben. Dadurch entsteht ein toller Laubeffekt. Guck dir das an. Das ist schön. Gefällt mir. Sehr kreativ. Wie soll ich mich entscheiden? Es ist knapp, aber Kendall gewinnt. Ja, ich bin die Größte. Okay, bleib locker, Picasso. Hui, wie schön sich das dreht. Schaut euch die nächste Challenge an. Wie aufregend. Soll das ein Witz sein? Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Oh, hier hängt ein Faden an meinem Hemd. Hier ist noch einer. Mehr brauche ich nicht. Vielleicht ist da was Nützliches dabei. Make-up. Kendall wird's gar nicht bemerken. Das ist meine Chance. Einfach normal verhalten. Hier gibt's nichts zu sehen. Das perfekte Verbrechen. Ich trage Lippenstift auf die Fäden auf. Die kommen dann in den Malblock. Ich ordne sie zu einem Wellenmuster an. Dann klappe ich den Block zu und ziehe die Fäden raus. Und zurück bleibt ein abstraktes Bild. Sieht toll aus. Wow, das ist wirklich beeindruckend. Warte, Britney. Ja? Wie ist der denn hier hingekommen? Oh, den kannst du behalten. Ich nehme lieber den Pinsel. Ich male meine Leinwand schwarz an, aber nur zur Hälfte. Dann trage ich eine Linie Klebstoff auf. Ich verstreiche den Kleber über die schwarze Farbe und die leere Leinwand. Genau so. Bevor der fest wird, streue ich Glitzer drüber. Ich muss mich beeilen. Puh, ganz schön anstrengend. Ist das Gold? Das wird toll auf dem Bild aussehen. Sogar meine Schuppen sind reich. Ich sollte aber besseres Shampoo kaufen. Ich lege eine Herzschablone auf die Leinwand und schnapp mir Sprühfarbe. Ich gehe damit über die Schablone. Die Farbe ist so intensiv. Jetzt kann die Schablone runter. Wow, das hänge ich mir an meine Wand. Das ist gut, stimmt's? Oh ja, warte, bis du das siehst. Wow, meine Augen. Ich sehe nichts mehr. Leg es ab. So ist es besser. Wow, es ist wunderbar. Es ist was ganz Besonderes. Warne mich das nächste Mal vor. Wow, guck dir das ganze Zeug an. Das ist das Ende der Challenge. Es wird Zeit, die Gewinnerin zu verkünden. Ich wähle mich. Ich bin so nervös. Wer wird es sein? Es ist Kendall. Ich kann es kaum glauben. Ich habe mein Bestes gegeben. Gut gemacht. Warte. Wir sollten die Preise teilen. Wirklich? Das meinst du ernst? Juhu! Ich mag Umarmung eigentlich nicht. Das ist so schön. Kunst ist die wahre Gewinnerin. Ich könnte jetzt im Kino sitzen. Wenigstens habe ich einen Snack dabei. Komm zu Papa. Oder auch nicht. Du kennst die Regeln, Matthew. Kein Genuss erlaubt. Verstanden. So, wo war ich gerade? Aber ich will wenigstens was trinken. Ich meine, ich muss hydriert bleiben. Hallo? Auch keine Getränke? Ich hasse diesen Ort. Ich werde einfach verhungern. Was für ein Tag. Blöde Regeln. Immerhin kann ich noch meinen Mund zum Reden benutzen. Was gibt's, Bro? Ich ruf dich zurück. Mann, ich hab nichts mehr. Diese Kinder werden es nie lernen. Kein Essen, kein Telefon, nichts. Das soll wohl ein Witz sein. Ich darf nichts machen, außer hier sitzen? Was ist das für ein teuflischer Ort? Das ist echt nicht in Ordnung. Der ganze Stress macht mich müde.
Was? Wir schlafen jetzt? Was ist passiert? Nicht schlafen, natürlich. Wie kommt das alles auf mich? Ich hab's. Ich lasse es so aussehen, als wäre ich wach. Siehst du, was ich sehe? Gute Nacht, Frau Lehrerin. Und schon bin ich im Traumland. Was stört er denn so? Na, Hauptsache, er schläft nicht. Cool, wir haben es noch pünktlich zum Unterricht geschafft. Hey, hört auf zu quatschen. Es wird Zeit für den Test. Stimmt ja, der Test. Gut, dass wir vorbereitet sind. Nice, und ich habe auch meinen Spicker dabei. Diesen Test bestehen wir ganz sicher. Hey, warum lächelt ihr so? Das ist sehr verdächtig. Wird Zeit, das Gebiet auf Spickzettel zu scannen. Ha, habe ich's mir doch gedacht, die haben Spickzettel dabei. Alarm, das ist absolut nicht erlaubt. Hey, du dachtest, du kommst mit Schummeln durch? Ein ganzer Stapel von Spickzetteln liegt hier offen rum. Hast du wirklich geglaubt, dass du damit durchkommst? Aber ich habe dich erwischt. Und du, ich werde dich auch erwischen. Was ist in diesem Becher? Kalter Kaffee? Hey, warte mal, was hast du darunter versteckt, hä? Die Schrift ist extrem klein, was beeindruckend ist. Aber das ist dennoch Betrug. Damit kommst du nicht durch. Nein! Oh, ich darf nicht durchfallen. Warte mal, ich glaube, mir fällt da was ein. Ich habe vergessen, dass ich auch Spicker zwischen meinen Fingern habe. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Hey, was ist da an meinem Schuh? Ihh, alter Kaugummi. Warte mal. Ich klebe den Spicker einfach unten an meine Sohle. So geht's, klebt schön versteckt. Und schon habe ich die Lösungen für den Test. Was ist denn hier los? Ach nichts, ich fächer mir nur Luft zu. Es ist ganz schön heiß und sie macht Yoga. Ah, okay, dann scheint ja alles zu stimmen. Arbeitet gut weiter. Und so einfach bestehen wir den Test. Mein Schwarm inspiriert mich. Ich hoffe sehr, dass er das zu schätzen weiß. Jetzt oder nie. Hey, wie geht's, David? Mal sehen, was sie mir geschrieben hat. Yep, auch ich habe Gefühle. Bleib ruhig, mein Herz. Mal überlegen. Meine Bücher. Sorry, ich helfe dir. Oh, so weich. Aha. Wow. Meine Bücher? Oh, stimmt. Also, ja, danke. Ich glaube, ich bin verliebt. Warte, noch ein Blick. Ja, der Typ hat was. Ah. Oh, genau das sage ich ihr. Es gibt doch nichts Schöneres, als deinen Schatz an den Moment zu erinnern, an dem ihr euch das erste Mal gesehen habt. Der komplizierte Teil ist fertig. Nice. Wow. Ich erinnere mich. Wie süß er ist. Hab dich lieb, Baby. Bei einem Kunstprojekt kommt es auch auf die Vorbereitung an. Und die kann etwas chaotisch wirken. Aber egal, machen wir aus der Idee Kunst. Der erste Strich ist immer der beste. Hier ein bisschen Blau. Es entwickelt sich langsam. Oder auch nicht. Das sieht schrecklich aus. Nope. Zum Glück habe ich noch mehr Blätter. Oh, geschmeidig. Das ist ja noch schlimmer als das erste. Oh. Komm schon, konzentrier dich. Das darf doch nicht wahr sein. Warum kriege ich keine dumme Blume hin? Okay. Beruhig dich. Tief einatmen. Ich kann das. Ich bin absolut fähig dazu. Jetzt geht's los. Easy. Achoo!
Das war Pech. Aber warte mal. Was für eine interessante Form. Damit kann ich was anfangen. Wenn du deinen Pinsel auf unkonventionelle Art nutzt, kommen einzigartige Designs raus. In meinem Fall sind es Blüten. Wenn du einige fertig hast, male noch grüne Stiele und Blätter dran. Siehst du, wie alles zusammenpasst? Vorsichtige Striche sind wichtig. Du kannst sogar zwei Blüten verbinden. Damit füllst du den Platz auch schön aus. Ich wusste, dass ich das hinbekomme. Wow! Hast du das selbst gemalt? Du kannst es haben, Annie. Ich habe noch andere kreative Sachen zu erledigen. Aber diesmal wähle ich einen ganz anderen Ansatz. Keine Bange, wir bleiben beim Thema Blumen. Siehst du, wie diese Linien die Blätter zum Leben erwecken? Lass dir ruhig Zeit damit. Du kannst auch Gras malen, siehst du? Der nächste Teil wird aber etwas komplizierter, denn wir wollen einzigartige Muster machen. Und zwar mit einem Luftballon. Das war irgendwie schön. Jetzt nutzen wir ihn als Stempel. Und wir bekommen diese lustigen und einzigartigen Blumen. Und die letzte nicht vergessen. Cool, oder? Fantastisch! Wie findest du das? David, wie kommst du nur auf solch schöne Ideen? Dank meines Geheimtools. Oh, das Bild macht richtig gute Laune. Gut genug, um eingerahmt zu werden. Aber warum schon aufhören? Ich brauche nur Inspiration. Richtig. Du hast was gesagt? Oh, Susan, das war nicht nett. Oh, ich weiß nicht. Hey. Meine Blätter. Oh, entschuldige. Ups. Schau, was du gemacht hast. Es ist hin. Hey. Soll ich dir mal was zeigen? Hast du schon mal was von einem glücklichen Unfall gehört? Das ist einer. Wow. Darf ich? Klar. Du kannst auch unterschiedliche Größen nehmen. Fantastisch. Machen wir noch mehr drauf. Was glaubst du, wie viele hier drauf passen? So viele, wie du willst. Jetzt wird's verrückt. Du kannst so ziemlich alles nehmen, solange es rund ist, natürlich. Findest du, es sind jetzt genug? Sieht ziemlich cool aus, stimmt's? Schlag ein, mein kleiner Künstler. Ich frag mich, was das ist. Ich bin so aufgeregt. Bisher bin ich aber ziemlich enttäuscht. Ja, genau, oder? Was ist das für ein Geräusch? Überraschung? Immer noch nichts. Hallo, wir warten. Wow, das war ziemlich cool. Wow, sollen wir es aufmachen? Naja, das gehört mir. Hey, gib her, das war meine Idee. Finger weg. Du bist voll gemein, Chris. Uhu, Seifenblasen. Ist mir doch egal. Aber die sind schon schön. Darf ich mal? Nein. Oh, bitte. Das macht voll Spaß. Hey, guck mal da. Das bringt mich auf eine Idee. Das wird richtig gut. Nimm dir eine Leinwand. Streiche dann Farbe mit einer Rolle drauf. Die gesamte Leinwand muss bedeckt sein. Und nun nimm dir einen Kaffeebecher und tunke ihn in weiße Farbe. Und presse ihn auf die Leinwand. Sei dabei so kreativ, wie du willst. Und nun male bunte Spiegelungen in die Kreise. Nimm ruhig verschiedene Farben, damit es realistischer aussieht. Wir versuchen hier, das Licht in den Seifenblasen festzuhalten. Sieht echt gut aus. Und nun noch ein paar finale Details. Das ist so mega geworden. Ich bin eine wahre Künstlerin. Hey Chris, ich habe jetzt meine eigenen Seifenblasen. Was?
Na, neidisch? Kann ich das mal haben? Lass uns tauschen. Gib her. Wow. Hä? Wo ist denn die Seife? Das Ding ist leer. Wie unfair. Oh, hab wohl vergessen zu erwähnen, dass ich's leer gemacht habe. Das ist nicht lustig. Mir ist langweilig. Diese Formel ist eine meiner Lieblingsformeln. Endlich kann ich hier raus. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Endlich zu Hause. Was für ein Tag. Aber jetzt wird entspannt. Willkommen zur Show. Wollt ihr spielen, Ladies? Okay, klingt gut. Ihr werdet es nicht bereuen. Drückt die Taste, um zu starten. Los geht's. Hä? Was ist los? Was ist das für ein Ort? Warte, du, was willst du denn hier? Muahahaha, mein Plan geht auf. Komm schon. Aha, hab's. Ich will mich etwas bräunen. Wow, wie hat er das gemacht? Und ich habe auch was für dich. Ich denke, das wird euch gefallen. Das wird euer Leben erhellen. Was? Soll das ein Witz sein? Was soll ich damit machen? Benutz deine Fantasie, Luna. Deshalb bestehst du auch keine Prüfungen. Oh hey, damit habe ich nicht gerechnet. Ist ein bisschen staubig. Hm, ich reibe mal dran. Vielleicht erscheint hier ein Flaschengeist. Was? Wer hat mich gerufen? Hallo? Wo? Oh, da bist du ja. Was? Sie bekommt einen Flaschengeist und ich nur ein blödes Streichholz? Warum streckst du deine Zunge raus? Erkennst du mich nicht? Ist das dein Ernst? Wie sieht's jetzt aus? Und? Ah klar, jetzt erkenne ich dich. Aber Albert, musst du mir jetzt nicht deinen Wunsch erfüllen? Ich bin ein Genie, kein Flaschengeist. Aber ich habe ein Experiment für dich. Puh, das war tough. Also, viel Spaß. Nein, Albert, komm zurück. Ich hatte gehofft, dass wir später ausgehen. Bye, bye. Ich werde wohl für immer alleine bleiben. Wenigstens habe ich ein Geschenk von ihm. Leider kein romantisches Essen. Ich gieße die Cola in die Schüssel. Das müsste reichen. Jetzt nehme ich die Banane. Und ich stecke ein Ende in die Cola. Unglaublich, dass ich das wirklich mache. Jetzt kommt wohl die Glühbirne in die Schüssel. Irgendwie dumm. Hey! Wow. Siehst du das? Albert, du hast es wieder geschafft. Wow! Aber was mache ich mit dem Streichholz? Muss ich dir das erklären? Streiche es. Oh, so einfach ist das. Warum habe ich nicht selbst dran gedacht? Ich glaube, der ist kaputt. Ich brauche einen anderen Job. Ich kann eindeutig nicht unterrichten. Du musst den auf etwas lang streichen. Ah, kapiert. Das kann ich. Mann, da passiert nichts. Okay, Streichholz, jetzt wird's persönlich. Geh an, ich mein's ernst. Du machst mich wütend. Ich hab's geschafft. Mit meinem Verstand. Ich bin eine Superheldin. Wie kann das sein? Das ist unglaublich. Ich habe wirklich einen prächtigen Schnurrbart. Okay, gut gemacht, Luna. Sehr beeindruckend. Ich bin stolz auf dich. Und was haben wir da? Wie ich sehe, hast du Albert getroffen. Hm, es muss eine Gewinnerin geben. Ich bin mal nicht so. Ihr habt beide gewonnen. Schlag ein! Hm, ich habe eine gute Idee. Lasst uns diesmal etwas mit Zahlen machen. Schon gut, keinen Grund zum Applaudieren. Mathe? Ich dachte, das soll Spaß machen. Ich weiß nicht so recht, was wir machen sollen. Ich bewundere mich gerade. Ruiniert mir nicht die Stimmung. Oh, ganz schön unhöflich, was? Lass mich nachdenken. Es muss was geben, das ich nehmen kann. Oh, das könnte nützlich sein. Ein Mathebuch hilft immer. Ich werde hier die Lösung finden. Hm, schauen wir uns das mal an. Nein, das geht nicht. Ich habe kein Feld und keine Kühe. Aber das ist es. Ich wusste, dass das Buch mich nicht enttäuschen wird. Ich habe meinen Stift und kann loslegen. Zuerst schreibe ich die Zahlen 1 und 2 auf. 3 und 4 kommen hierhin. Dann verbinde ich sie. Und zwar mit ein paar Linien. Und dann eine große Kurve. Jetzt kommen die letzten Details. Was für ein süßer Elefant. Und der besteht aus Zahlen. Mit Mathe kann man alles lösen. Ich bin sehr stolz drauf. Hm, ja, wie auch immer. Warte mal, das ist deine tolle Idee? Aber das kann ich besser. Du wirst beeindruckt sein. Ich zeichne zwei kleine Ovale. Dann kommen noch zwei darunter. Und dann noch zwei größere ans Ende des Blattes. Jetzt werde ich kreativ. Als nächstes kommen die Füße. Ja, er wird aufrecht sitzen. Oh, darf die Ohren nicht vergessen. So ist's gut. Jetzt zu den Augen. Die machen am Ende den Unterschied. Ich zeichne am Rüssel noch ein paar Linien ein. Der wird total süß aussehen. Wie ein richtiger Elefant. Das sind seine Nägel. Und ein schön geschwungener Schwanz.
Jetzt male ich aus. Ich nehme Schwarz für die Augen. Vorsichtig, ich will jetzt nichts vermasseln. Dieses Grau ist perfekt für seinen Körper. So, ich bin fertig. Sieht toll aus, was? Das ist mal ein Elefant. Ja, der ist gut geworden. Aber nicht wir bewerten. Hey, wir sind fertig. Ihr seid schon fertig? Wow! Oh, der ist ja niedlich. Bravo, Luna. Aber wo sind die Zahlen? Warte, was? Ich dachte, wir malen einen Elefanten. Es gibt nur eine Gewinnerin. Glückwunsch! Vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei meiner Mama, meinem Papa und meinem Hund. Hoffe, ihr seid bereit für die nächste Runde. Hey, habt ihr das gehört? Mein Magen knurrt. Aber ich weiß, was dagegen hilft. Wird Zeit für etwas zum Essen. Ich hatte gehofft, dass er das sagt. Wo ist das Essen? Na gut. Hier habt ihr was. Jetzt seid aber auch dankbar. Wow, guckt ihr das an. So eine große Auswahl. Ich will die Schokolade und die Banane. Wo sind deine Manieren, junge Dame? Aber gut, dann nehme ich das. Ach, so ist es also, ja? Gut, dann nehme ich die noch. Nicht so schnell. Jetzt hast du sie kaputt gemacht. Ich? Du warst das. Aber was mache ich jetzt? Hey, ich kann daraus was machen. Ich breche die Schokolade in Stücke und platziere sie auf dem Poppet. Es soll komplett bedeckt sein. Dann schmelze ich sie, um die Grübchen zu füllen. Jetzt brauche ich die zerbrochenen Salzstangen. Ich stecke sie in die Schokolade rein. Sie sehen aus wie kleine Lollis. Jetzt warte ich, bis die Schokolade fest ist. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Jetzt kann ich sie aus dem Poppet holen. Oh, so klein und niedlich. Aber lecker. Ist wie eine Party im Mund. Wow, ganz schön clever. Ich mache was aus der Tortilla. Ich lege sie flach auf den Tisch. Dann brauche ich die Schokolade. Ich mache aus der einen Aufstrich. Und jetzt lege ich die Banane an den Rand und rolle die Tortilla auf. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich bestreiche sie mit geschmolzenem Marshmallow und streue Kokosraspeln drüber. Dann schneide ich die Rolle in Scheiben. Und schon habe ich süßes Sushi. Ich träufle noch Schokosoße drüber. Das sieht lecker aus. Hier, wähle meinen süßen Snack. Du weißt, dass meiner besser ist. Sie sehen beide lecker aus. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Wow, guck dir das mal an. Ist schwierig. Aber ich habe entschieden. Ihr habt beide gewonnen. Ja, ich hab's geschafft. Hä? Wo ist das hin? Als charismatischer Gastgeber bekommt man Hunger. Entschuldigt mich jetzt. Oh ja, das ist der gute Stoff. Gut aussehen und frisch riechen. Und hier kommt die nächste Challenge. Es ist ein teuflisch schwerer Test. Ein Test? Aber ich bin gar nicht vorbereitet. Zum Glück habe ich mein Handy. Das denkst du. Aber genau wie in der Schule. Regeln sind Regeln, nehme ich an. Aber Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Ich habe eine tolle Idee. Guck dir das an. Ich habe ein Bild von Buntstiften auf meinem Handy. Ich zoome ran und stecke es in die Federtasche. Sieht unauffällig aus. Er wird's nie erfahren. Jetzt kann ich den Test machen. Und ich werde mit Bravour bestehen. Das hätte ich nicht gewusst. Tests sind viel einfacher, wenn man schummelt. Eigentlich keine schlechte Idee. Unglaublich, dass ich das mache. Ich verstecke mein Handy im Blumentopf. Ernsthaft? Ich habe noch mehr Tricks im Ärmel. Nee, doch nicht. Ich kann mir das kaum noch angucken. Ich gebe nicht auf. Wie sehe ich aus? Bitte hör auf. Ich kann nicht mehr. Hä? Und was mache ich jetzt? Warte, ich weiß. Das wird definitiv klappen. Dafür brauche ich aber einen Schreibblock. Und hier in der Schublade liegt schon einer. Wie praktisch. Ich muss mich beeilen. Ich schlage den Block auf. Und dann lege ich mein Handy auf die Seite. Das wickle ich dann in Papier ein, damit es nicht auffällt. Ich muss listig sein. Jetzt drehe ich einfach mein Handy um und es verschwindet. Wie ein Zaubertrick. Einfach cool bleiben. Er ahnt nichts. Legt eure Stifte weg. Die Zeit ist um. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Mal sehen, wie ihr abgeschnitten habt. Wow, Luna, ich bin überrascht von dir. Dachte schon, du kriegst das nicht hin. Ich habe mein Bestes gegeben, aber die Zeit war um. Ich bin noch nie bei einem Test durchgefallen. Es gibt für alles ein erstes Mal. Aber so ist es für mich leichter. Luna gewinnt. Ich bin schlauer als du. Gut gemacht, Luna. Wow, Wissenschaft kann echt interessant sein. Oh, eine Nachricht. Oh nein, ich habe Ginas Geburtstag vergessen. Was schenke ich ihr? Gibt es hier etwas, das ich benutzen könnte? Das ist ein Anfang. Fehlt nur noch ein Geschenk. Wow, ouch. Hey, die Schleife kommt gut. Das wird wehtun. Okay, dann wollen wir mal. Das wird super.
Hey, sieht voll schön aus. Aber was lege ich hinein? Eine Puppe? Oh, noch eine Puppe? Die kann ich gebrauchen. Nope. Blumen, das ist eine gute Idee. Die sind echt schön. Woher kommen nur diese Bienen? Ich wurde gestochen. Oh, lieber nicht. Das ist eine gute Idee. Wem mache ich etwas vor, als ob? Na los, denkt nach. Ich hab's. Ich kann ihr ein Tagebuch machen. Du brauchst ein normales Notizbuch. Öffne die Rückseite des Buchs und fahre mit etwas Kleber auf der Seite entlang. Vergiss nicht, die Ober- und Unterseite zu bekleben. Dann brauchst du eine pinke Schleife. Befestige die Schleife am Kleber. Wiederhole das mehrmals mit pinken Schleifen auf der Unterseite. Bist du damit fertig, brauchst du eine grüne Schleife. Befestige die grünen Schleifenbänder an der Seite. Achte darauf, dass keine Lücken entstehen. Schließe nun das Notizbuch. Falte die pinken Bänder über das Notizbuch. Jetzt fädelst du die grünen Bänder wie ich an den pinken Bändern ein. Mache das mit jedem grünen Band bis ganz oben hin. Sieht aus wie ein Schachbrett. Öffne wieder das Notizbuch. Fahre mit dem Kleber auf der Oberseite entlang. Falte die überschüssigen pinken Bänder über den Kleber. Drücke die Bänder fest auf den Kleber. Fahre mit dem Kleber nun wie ich über die Bänder an der Seite. Achte darauf, nur drei Seiten zu bekleben. Lege nun ein Blatt Karton darüber. Drücke feste drauf, damit es kleben bleibt. Perfekt, ein DIY-Tagebuch. Hoffentlich freut sich Gina. Ich bin bereit für Ginas Geburtstag. Ich habe etwas für dich. Wow. Papierschnipsel, danke. Dein Ernst? Sieh genauer hin. Ach so. Dankeschön. Du bist der Beste. Ich weiß. Party time. Hi du. Wie ich sehe, hast du deine Fliege? Darauf kannst du wetten. Viel Spaß. Die Musik ist der Hammer. Keine Fliege? Hä? Nur einen Kragen. Keine Fliege, keine Party. Echt jetzt? Warte kurz. Ich werde was basteln. Was machst du da unten? Nur ein bisschen 3D-Stiftmagie. Du willst eine Fliege? Du bekommst eine Fliege. Ich muss die nur ausmalen. Sieht schon gut aus. Hier noch ein bisschen. Und fertig. Hier, sag Hallo zu meiner Fliege, Baby. Oh yeah, gefällt mir. Bin gleich wieder da, okay? Tanzt weiter. Ach, meine Füße schmerzen. Warum habe ich die angezogen? Phew, was für eine Erleichterung. Ekelhaft. Hier liegt überall Müll rum. Ich laufe hier nicht barfuß. Sonst stecke ich mich mit irgendwas an. Nein, auf keinen Fall. Ich muss lächeln und es ertragen. Oh Mann, fast geschafft. Au, wow. Das gibt blaue Flecken. Hey, sind das Schuhe? Aber schmutzige. Naja. Aber ich kann die ja sauber machen. Warte mal. Diese Wirbel bringen mich auf eine Idee. Makeover! Schmutzige Schuhe verdienen eine zweite Chance. Nichts, was ein 3D-Stift nicht hinkriegt. Man muss nur kreativ werden. Noch ein paar Farben? Das sieht gut aus. Aber ich habe noch ein paar Lücken zu füllen. Hier geht's ums Muster. Jetzt kommt helles Grün. Das passt perfekt. Auch wenn es eine Weile dauert. Zeit, die Richtung zu ändern. Damit hast du nicht gerechnet, was? Und jetzt zum letzten Schliff. Sag Hallo zu meinen neuen individuellen Schuhen. Inspiriert vom einzigartigen Van Gogh. Eine Sache gibt's noch zu tun. In die Schuhe schlüpfen. Wow, die passen perfekt. Ich bin echt happy. Und jetzt zurück auf die Tanzfläche. Was geht, Leute? Mein Haar ist fast perfekt. So wird's gehen. Schön bequem. Oder auch nicht. Ich finde nicht die richtige Position. Warum? Ist wirklich schon morgen? Wer ist das? Ich sehe abscheulich aus. Wie konnte das passieren?
Zurück zum Anfang. Du weißt, was zu tun ist. Komm schon. Bitte, komm schon. Oh nein, das ist nicht gut. Mein einziger Kamm. Oh, Schatz. Wow, dein Frühstück. Papi, meine Haare. Hä? Ein Problem nach dem anderen. Okay, los geht's. Das schreit nach meinem 3D-Stift. Und natürlich deine Lieblingsfarbe, rosa. Weißt du schon, was ich mache? Keine Bange, das ist nur der Umriss. Jetzt fülle ich den aus. Das ist ein bisschen mühsam. Aber warte, bis du das Endprodukt siehst. Hier noch ein bisschen. Perfekt. Jetzt zum mittleren Abschnitt. Die Linien sind jetzt schräg. Unten geht's weiter. Viele Linien. Ist irgendwie hypnotisierend, oder? Noch ein bisschen mehr. Jetzt zum wichtigsten Teil. Die Zinken natürlich. Ist ja schließlich ein Kamm. Aber der ist niedlicher als die anderen. Tada! Fertig! Wow, der ist so schön! Schluss mit dem Gewirr! Tut kein bisschen weh! Wow, so seidig weich! Meinen alten Kamm vermisse ich gar nicht. Wow, guck dir diese Locken an! Danke! Oh ja, das wird richtige Kunst! Darf meinen Namen nicht vergessen! Hey, Papi! Hä? Was hast du denn jetzt gemalt? Das sind du und ich, Papi. Nicht ganz. Halt mal. Ich zeige dir einen kleinen Trick. Okay. Das ist dein Name. Madison. Das weiß ich schon, Papa. Oh, warte. Ich hab's kapiert. Lass mich mal. So? Ganz genau. Dann ein A? Aha, mach weiter. Ja, genau so. Ja? Fast geschafft. Ja, nur noch ein Buchstabe. Das war's. So knapp. Oh. Ist das falsch? Ich kann das nicht. Gib nicht auf. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Wir brauchen den Boden dieses Glases. Jetzt gehe ich mit dem 3D-Stift am Rand entlang. Einmal komplett rum. Da kommen Perlen mit Buchstaben drauf. Weißt du schon, was ich buchstabiere? Genau, es ist Madison. Durch die Extraschicht wird alles fixiert. Jetzt zum besten Teil. Das kommt um dein Handgelenk. Cool. Jetzt vergesse ich nicht mehr, wie ich meinen Namen schreibe. Cool. Versuch's nochmal. Ich glaub an dich, Süße. Ja, du hast es geschafft. Mein kleiner leuchtender Stern. So zuckrig. Das inspiriert meine Kunst total. Was ist denn hier los? Oh, du kennst die Regeln, junge Dame. Keine Süßigkeiten. Wer braucht schon so viel Zucker? Oh, was stimmt mit dem nicht? Kannst du das erklären? Cool, nicht wahr? Ich habe ihn selbst gemalt. Klingt interessant. Was wird hier heute unterrichtet? Was um alles in der Welt? Oh, die Rektorin! Keine Süßigkeiten erlaubt. Und nun zu deiner Bestrafung. Nein, warten Sie! Wow! Wo sind wir hier? Jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit habe, es ist Zeit, dass ihr eure Utensilien nutzt. Oh, das ist ein Vogelruf. Und eure erste Kunst-Challenge. Mal nachdenken. Oh, dieser Schal. Das sollte nicht zu schwer sein. Was? Ist das, was ich denke, dass es ist? Raus hier, du blöder Vogel. Das verleiht mir wenigstens einen kleinen Vorsprung. Ich habe genau das Richtige, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Wie ist das denn da reingekommen? Egal. Wie ich schon sagte. Ist das eine Art übler Scherz? Okay, endlich. Meine Sachen.
Na toll, noch ein langweiliges Buch. Nicht hilfreich. Eine Taucherbrille? Das hilft mir echt nicht weiter. Was sollen all diese Formeln? Kein Plan, was das alles bedeutet. Hm, aber wenn ich drüber nachdenke, Zahlen können mir helfen. Sobald ich den Körper gemalt habe, kann ich hier ein paar magische Zahlen verwenden. Und am Kopf auch. Sieht langsam aus wie ein Vogel, oder? Warte nur, bis die Farben ins Spiel kommen. Alles klar, mein kleiner Piepmatz. Ich verpasse dir ein paar schöne Federn. Mit allen Farben des Regenbogens. Fertig! Was denken Sie? Sehen Sie die Zahlen darin? Wunderschön! Und was ist mit dir? Mir hat das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weiter bin ich nicht gekommen. Oh, du gewinnst diese Runde, Annie. Oh, yay! Für mich? Danke! Unter diesen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. War ja klar. Oh, die nächste Challenge wartet auf euch. Ich habe schon viele Äpfel gesehen. Ich weiß genau, wo ich anfangen muss. Am wichtigsten ist ein perfekter Kreis. Aber wo soll nun der Stamm hin? Der Kreis nimmt schon die ganze Seite ein. Ugh. Nochmal von Anfang. Hm, ich könnte eine kleine Inspiration gebrauchen. Moment, ich sehe den perfekten Apfel. Mhm, sie scheint abgelenkt zu sein. Ich leg los. Mission Apfel Impossible kann beginnen. Ich bin bewaffnet und bereit. Ein sauberer, sorgfältiger Schnitt ist alles, was es braucht. Hä? Was macht Annie da? Hör sofort auf, setz dich hin. Sorry. Oh Mann, ich war so nah dran. Schätze, ich zeichne einfach, was ich kenne. Wie ist das englische Wort? Apple? So einfach. P-P-L-E. Moment mal. Wenn ich das Wort durch 5 teile, oder besser gesagt durch einen Apfel, dann komme ich dem Ergebnis immer näher. Okay, ich male die 5 etwas größer. Wer hätte gedacht, dass nur eine Zahl einen halben Apfel ausmachen kann? Man würde echt nicht meinen, dass es mal eine Zahl war. Besonders, wenn man alles ausmalt. Mit der richtigen Mischung bekommt man einen 3D-Effekt. Den Stamm nicht vergessen. Etwas schattieren. Und ein paar zusätzliche Details. Und das Teil sieht so gut aus, dass man es essen könnte. Findet ihr nicht auch? Tada! Fertig! Ich auch! So realistisch und so, einfach. Da muss ich nicht lange nachdenken. Bravo, Annie. Gewonnen, ja! Ich wünschte, ich hätte einen echten Apfel. Ich auch. Oh, da hat schon jemand dran geknabbert. Oh. Ha, meiner ist frisch. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Luna hat schon die Lösung. Zum Glück bin ich vorbereitet. Und ich bin froh, dass Luna so klug ist. Ich muss kurz spicken. Schnell, bevor jemand schaut. Ach was, sie spickt ja. Das ist aber frech. Cheryl, pst. Finger weg. Aber das ist gemein. Von mir aus, ich habe sowieso ein bisschen Hunger. Das brauche ich jetzt. Mmh, Schokolade. Ist das Schokolade? Man sieht das gut aus. Ich will auch Schokolade. Ich habe solchen Hunger. Sowas von gut. Hey Cheryl, darf ich ein bisschen abhaben? Na, sieh mal einer an. Nein. Das lasse ich mir nicht bieten. Als ob ich nun Angst hätte. Zeig mal, was du kannst. Es gibt nur einen Weg, das zu lösen. Hat jemand das Fenster aufgemacht? Ein Schokoriegel. Mehr. Von mir aus. Nimm das. Gib mir die Spicker. Mehr. Okay, zufrieden? Freut mich, mit dir Geschäfte zu machen. Danke, Bestie. Danke. Ich hasse Lernen. Das ist echt praktisch.
Was geht hier vor sich? Ich bin enttäuscht von euch. Gib das her. Oh. Nachsitzen. Und zwar beide. Unfassbar, diese Amateure. So schmuggelt man Essen in den Unterricht. Lecker. Ich liebe meinen Job.